Hey. Komm. Hallo? Ist da wer? Neues Auto hat's leider nicht gereicht. Ein alter Herr 16 ist mir schon unterm Hintern weggerostet. Mann, hab ich die Karre geliebt. Ja, sitze wie ein Wohnzimmersessel. Eigentlich schade. Dr. Foucault ist schon drin. Wie geht's Marie? Hat mich verlassen. Das tut mir leid, Frank. Ist einfach ausgezogen. Von jetzt auf gleich. Weg. Jetzt macht mir die leere Bude ganz schön zu schaffen. Ja, wie lange waren Sie denn zusammen? 4 Jahre. Morgen. Morgen. Das war die Liebe meines Lebens. Wir haben uns kennengelernt und eine Woche später ist sie bei mir eingezogen. Hm. 4 Jahre ist eine lange Zeit. Finden Sie, dass man mit mir nicht reden kann? Weiß nicht, keine Ahnung. Eigentlich schon. Aber ich wohne auch nicht mit Ihnen zusammen. Ist das ein Grund, jemanden zu verlassen? Oh. Warum wollen Sie, dass man den ganzen Tag redet? Ich verstehe die Frau nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Monsieur le Commissaire, es tut mir leid, Sie wegen dieser Bagatelle herbemühen zu müssen. Es handelt sich ganz klar um Selbstmord. Aber Sie wissen ja die Vorschriften. Das ist Brigadier Girard. Er war der leitende Ermittler im Fall Anseron. Guten Tag. Folgen Sie mir bitte. Salut, Maurice. Salut, Brigitte. Das ist Dr. Clément, unsere Gefängnisärztin. Bonjour, Madame. Bonjour. Ja, dann erzählen Sie doch den Kommissar kurz, bitte. Ja. Um 9.15 Uhr bekam ich den Anruf vom zuständigen Wärter, dass sich Julien Lancero am Fensterkreuz seiner Zelle erhängt hat. Er wurde sofort losgeschnitten. Ich konnte nur noch seinen Tod feststellen. Hm. Kannten Sie den Gefangenen? Ja, er war einmal bei mir. Hm. Franck. Julien Lancero hat mehrere Frauen brutal vergewaltigt und ist jedes Mal ungeschoren davongekommen. Doch sein letztes Opfer, Moment, Marie-Lou Delors, konnte ihn identifizieren und hat ihn angezeigt. Seit 10 Tagen ist er jetzt hier in Untersuchungshaft. Was meinst du? Wahrscheinlich war es Selbstmord. Bestätigen kann ich das aber erst, wenn er bei mir auf dem Tisch lag. Jetzt schauen wir, da gibt's was Interessantes. Lila Ostereier, schick. Kunstharzlack. Extrem hartnäckig. Kriegt man nicht mal mit Terpentin ab. Ist eine Art symbolische Kastration. Ja, so kann man das wohl sehen. Das sind die Aktionen einer militanten Frauengruppe. Die knöpfen sich Vergewaltiger vor. Ja, ich habe davon gehört.
Ja, als Frau kann ich das ja eigentlich nur begrüßen. Aber was für einen Grund sollte ein abgebrühter Typ wie Lancero haben, sich umzubringen? Pass auf, Maurice. Da gibt's noch was. Blutergüsse. Ich denke, es ist Zeit, dass wir Klartext sprechen, Monsieur. Also, was verschweigen Sie uns? Vergewaltiger und Kinderschänder sind freiwillig für die anderen Gefangenen. Und weiter? Lancero wurde mehrfach tätlich angegriffen. Das hat ihn zu schaffen gemacht. Er wirkte zunehmend depressiv. Warum haben Sie nicht vor seinen Mithäftlingen beschützt? Wir sind ein Gefängnis, keine Babysitter. Sie tragen die Verantwortung für diese Menschen hier, auch wenn es Verbrecher sind. Meinen genauen Bericht bekommst du heute Nachmittag. Den Leichnam nehmen wir gleich mit. Madame? Haben Sie die Frau gesehen? Welche? Die Gefängnisärztin. Oh, was für eine Frau. Und sie hatte keinen Ring am Finger. Haben Sie mir nicht eben erzählt, dass Sie sich gerade erst getrennt haben? Wie wär's mit einer Verschnaufpause, Frank? Mein Vater hat immer gesagt, die beste Medizin, eine unglückliche Liebe zu überwinden, ist, sich neu zu verlieben. Und sagen Sie nichts gegen meinen Vater, das war ein kluger Mann. Also mein Vater hat mir beigebracht, dass man erstmal eine Geschichte beendet, bevor man eine neue anfängt. Aber das müssen Sie wissen. Ja? Was? Wo? Okay, wir sind unterwegs. Männliche Leiche, Rue Chrétien de Troyes Nummer 11. Sie kommen mit, ich verständige Dr. Foucault. Ich grüße Sie sowieso ein. Hallo Chef. Corinne ist schon bei der Leiche und Dr. Foucault ist auch gerade angekommen. Also wie macht die das bitte? Kennt ihr irgendwelche Abkürzungen, von denen ich nichts weiß? Vielleicht hat sie einen noch flotteren Fahrstil. Vielleicht. Seit wann ist Corinne bei euch? Seit ungefähr 3 Monaten. Claudine kam nach ihrer Verletzung mit der Polizeiarbeit nicht mehr klar. Und ich kann das auch verstehen. Ja, aber knapp, hab von gehört. Also der Tote heißt Pascal Masson, ist 45 Jahre alt, von Beruf Kfz-Mechaniker. Er war Besitzer dieser Werkstatt und ist gestern aus der Santé entlassen worden. Merkwürdiger Zufall, oder? Ja, möglicherweise. Warum hat er denn gesessen? Schwere Körperverletzung. Das Opfer ist seitdem auf einem Auge blind. Das hat mir Alain Wagner gesagt. Er ist hier angestellt und hat auch die Leiche gefunden. Sitzt da oben im Büro. Mit dem möchte ich auch noch reden. Was ist mit dem Opfer? Hat er Frau oder Kinder? Nein. Hey, macht euch auf was gefasst. Kastration scheint gerade Mode zu sein in Paris. Nur ist es diesmal eine echte. Sieht mir nicht gerade nach Zufall aus. Wieso plötzlich Mord? Ja, ich weiß nur, dass ihm seine Genitalien vom Körper abgetrennt worden sind. Und diese Kassette, die hat man auf seinem Bauch gefunden. Da sind keine Fingerabdrücke drauf. Wer hört denn heutzutage noch Kassetten? Ich versuche herauszufinden, ob irgendwo ein Rekorder rumsteht. Gibt's sonst noch irgendwelche Fingerabdrücke? Bisher nur die vom Toten. Was ist mit dem Schnitt? Ist der sauber? Von Fachkenntnissen kann man da weiß Gott nicht reden. Das sieht eher nach einem Küchenmesser aus. An seinem Kopf ist ein Hämatom. Ich nehme mal an, man hat ihn niedergeschlagen und dann aufs Bett gelegt und festgebunden. Weißt du irgendwas über seinen Todeszeitpunkt? Vor 6 bis 9 Stunden, das kann ich dir aber erst sagen, wenn ich ihn untersucht habe. Der Tod dürfte durch zu hohen Blutverlust eingetreten sein. Das heißt also, die Kastration wurde nicht postmortal vorgenommen. Er war also am Leben, als der Täter das Messer angesetzt hat. Danke dir. Corinne. Ruf in der Santé an. Vielleicht kann uns der Direktor irgendwas Brauchbares über Masson sagen. Und überprüfe den Mann, den er halb blind geschlagen hat. Ich will wissen, ob er ein Alibi hat. Alles klar. Wer kastriert einen Mann? Wütende Ehefrau? Wütender Ehemann? Mafia. Fremdenlegion. Kamerone, 30. April 1991. Die Schlacht von Kamerone. Hoher Gedenktag der Fremdenlegion. Masson war offensichtlich Fremdenlegionär, bevor er Kfz-Mechaniker wurde. Interessante Vergangenheit. Versuchen Sie, mehr über die Zeit von Masson herauszufinden. Chef, ich habe eins gefunden.
Was ist mit euch los? War das alles? Bolero von Ravel. Und was für eine Botschaft soll das bitte sein? Keine Ahnung. Massons Opfer kommt als Täter übrigens nicht in Frage. Der Mann kann nicht mal mehr einen Hammer halten. Hat der Direktor in der Santé irgendwas Brauchbares erzählt? Masson war geradezu ein Mustergefangener, hat sich von den anderen abgeschottet. Nur ein Freund hat ihn regelmäßig besucht. Sonst niemand? Nein. Wir müssen unbedingt rausfinden, wer dieser Freund ist. Franck, es kann gut sein, dass die beiden Fälle zusammengehören. Ich werde beantragen, dass man sie unserem Team zuteilt. Corinne, schau doch mal, ob du irgendwas über die militante Frauengruppe rausfinden kannst. Und Jean-Marc, wir kümmern uns um Monsieur Wagner. Sie haben also Massons Geschäfte geführt, während er im Knast war? Ja. Dafür hat er mich beteiligt. Mit wie viel? 60-40. Wurden hier in der Werkstatt irgendwelche krummen Dinger gedreht? Was meinen Sie damit? Autoschiebereien, schnelle Umlackierungen. Nee, sowas lief hier nicht. Ehrlich? Es gibt also niemanden, der eine Rechnung offen hat oder auf Masson sauer war? Masson war nicht gerade der redselige Typ. Der war verschlossen. Hat nur das Nötigste gesagt. Keine Ahnung, ob ihn jemand auf den Kieker hatte. Aber anscheinend schon, sonst wäre er jetzt nicht tot. Hat er eine Freundin gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Aber wie gesagt, ich weiß nichts über sein Privatleben. Wo waren Sie eigentlich gestern Nacht zwischen 24 und 6 Uhr? Da lag ich im Bett, neben meiner Frau. Können Sie fragen? Das machen wir. Was passiert denn jetzt mit dem Laden hier? Ich meine, wem gehört denn er jetzt? Keine Ahnung. Hängt davon ab, ob Masson ein Testament gemacht hat. Ich höre mich mal in der Nachbarschaft um, ob jemand mehr über ihn weiß. Papa, hast du dich schon mal mit Mama unterhalten? Ich meine... Seit sie tot ist? Oft sogar. Ich auch. Ich hatte schon Angst, ich wäre ein bisschen ballaballa. Du bist überhaupt nicht ballaballa. Im Gegenteil. Menschen machen sowas. Das ist wichtig, weißt du? Damit wir unsere Toten nicht vergessen. Sichira? Ja, ich hatte angerufen, Brigade Kriminell. Es geht um ein ehemaliges Mitglied der Legion, Monsieur Pascal Masson. Ich möchte Sie bitten, uns seine Akte zu schicken, und zwar am besten noch... Gut. Ich warte. Entschuldigung? Ja? Wissen Sie, wann Madame Clément einen Dienstschluss hat? Ich glaube, schon weg. Und wann ist sie morgen wieder da? Gegen 9. Wieso? Wir haben eine dienstliche Frage. Ist klar. Wie viele dienstliche Fragen ich an die Madame schon hatte. Wie lange arbeitet sie denn schon hier? So gut 2 Jahre. Wissen Sie... Ja, ich bin noch dran. Es geht um... Ganz genau, ganz genau. Ja, und ich wollte seine Akte. Einen Moment. Wenn Sie mir die Unterlagen bitte mailen könnten... Ja, natürlich noch heute. Was? Wieso nicht? Hat sie einen Freund? Das interessiert mich nicht. Der Mann ist Opfer eines Verbrechens geworden und die Unterlagen dienen der Aufklärung. Völlig egal, ob Sie schon Feierabend haben. Ja, an die Mailadresse der Brigade Kriminell in Paris. Warten Sie! Nein, Sie warten nicht, Sie mailen mir das! Ja, prima. Ja, ich freue mich. Tag. Hallo. Malst du jetzt nur noch weiße Bilder? Nee, das ist nur die Grundierung. Die Leinwand würde die Farbe sonst sofort aufsaugen. Und sie hätte auch nicht die gleiche Intensität, weißt du? Kunst ist ja fast so kompliziert wie Mathe. Ach. Unser Kunstlehrer hat uns als Hausaufgabe Perspektive aufgegeben. Ist total schwer. Auch wenn man weiß, wie es geht, eigentlich nicht. Hey, das ist doch die Expertin. Man, vielleicht kann dir Celine zeigen, wie es geht. Ja, vielleicht. Klar, wenn du möchtest, komm vorbei. Was wollt ihr denn zeichnen? Irgendein Gegenstand. Und bis wann brauchst du das? Bis Freitag.
Wann hättest du denn Zeit? Ich bin tagsüber immer hier. Danke. Das ist wirklich nett von dir. Ich bin sicher, Jenny wird darauf zurückkommen. Hättest du denn Lust, mit mir nachher noch im Hof ein Pastis zu trinken? Ja, gerne. Komm, Papa, ich hab Kohldampf. So. Aus! Obelix, für dich gibt's gar nichts. Ab auf deinen Platz. Vergiss es, Papa. Dann eben nicht. Hast du dir schon überlegt, was wir Donnerstag machen? Wieso? Was ist ein Donnerstag? Was ist denn? Du hast es schon vergessen, weil du die ganze Zeit nur an Celine denkst. Übermorgen ist Mamas Geburtstag. Jenny, ich habe das überhaupt nicht vergessen. Ich wusste nur nicht gleich, wovon du sprichst. Und mit Celine hat das gar nichts zu tun. Ehrenwort? Ehrenwort. Weißt du was? Am Donnerstag nehme ich mir früher frei und dann machen wir zwei was ganz Tolles zusammen. Einverstanden? Aber du willst nachher immer noch runter zu Celine. Ja, ich muss mit dir über die Regenrinne reden. Die muss ausgetauscht werden. Außerdem finde ich es wirklich sehr nett, dass sie dir ihre Hilfe angeboten hat. Mama hätte das auch gekonnt. Und jetzt ist sie traurig. Wieso? Übermorgen wäre der Geburtstag meiner Frau. Also, Janys Mutter. Wie geht's dir damit? Ich mache mir eigentlich mehr Sorgen um Jenny. Sie möchte, dass wir irgendwas gemeinsam unternehmen, was auch ihr Freude bereitet hätte. Du weißt nicht was? Nein. Ich weiß nicht genau, was sie von mir erwartet und ich möchte sie auch nicht enttäuschen. Ich will mich nicht einmischen, aber ich wüsste schon was. Damit? Nö. So einfach entlocken Sie einer Frau nicht Ihre Geheimnisse, Herr Kommissar. Das wird jetzt ein längeres Verhör. Verstehe. Naja, ich habe da so meine Methoden. Ja? Den Motorrad-Fable habe ich von meinem Bruder übernommen. Ich mag aber nur alte Maschinen. Es geht mir genauso. Ich wollte früher meine BSA haben, aber damals hat mein Gehalt nicht dafür gereicht. Nee, die 750er, die zieht nicht so richtig gut durch. Na, Bria! Was ist denn das für eine unappetitliche Geschichte? Schon eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Guten Morgen. Guten Morgen. Meines Erachtens handelt es sich um einen Racheakt. Diese Musik, das hat etwas zu bedeuten. Ja, das kann man durchaus so sehen. Ich möchte, dass so wenig wie möglich von diesem Schmutz in die Presse kommt. Wir brauchen ein schnelles Ergebnis. Wir gehen verschiedenen Spuren nach. Und zwar mit doppeltem Einsatz. Aus diesem Grund habe ich ausnahmsweise Ihr Ersuchen unterstützt. Brigadier Zichira wird Ihnen für diesen Fall zur Verfügung stehen. Danke, Monsieur. Ich möchte täglich über den Stand der Ermittlungen informiert werden. Seit wann das denn? Seit der Scharf ist auf den Job des Präfekten. Immerhin hat er uns Franck überlassen. Oh Mann, ich habe extra eine Kanne Kaffee gekocht. Das haben wir befürchtet und uns selbst beim Araber eingedeckt. Ah, guten Morgen, Franck. Gibt's was Neues von Masson? Ja, ich hab da was. Er verpflichtete sich am 1. März 1986. Anfang 91 kämpfte er im Irak-Kuwait-Krieg. Im März 91 lief dann sein Vertrag bei der Fremden Legion aus. Was hat er denn anschließend gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was es an dem Kaffee auszusetzen gibt. Franck? Nee, du, ich hab's mit dem Magen. Von 91 bis 99 war er wie vom Erdboden verschluckt. Anfang 2000 kaufte er dann die Autowerkstatt und war bis zu seiner Verhaftung nicht weiter auffällig. Hat er sich während seiner Dienstzeit bei der Legion was zu Schulden kommen lassen? Nein, er galt als vorbildlicher Soldat. Seine Kameraden haben ihn alle bewundert. Er wurde sogar bis zum Korporalchef befördert. Also mehr ist nicht möglich. Und was ist mit Kriegsverbrechen? Folterungen oder Übergriffen auf die Zivilbevölkerung? Also, wenn Masson was damit zu tun hatte, dann finden wir das bestimmt nicht in seiner Personalakte. Stimmt, die Folterspezialisten im Algerienkrieg hatten auch eine saubere Akte. Gut, aber was ist mit den Jahren 91 bis 99? Ich meine, irgendwo muss er doch gewesen sein. Also in Frankreich war er nicht gemeldet und lebende Verwandte gibt's auch keine. Was ist denn mit der radikalen Frauengruppe, diesen Sprayerinnen? 8 Überfälle bislang, wer dahinter steckt, ist unbekannt. Ein Name taucht aber in allen Berichten auf.
Hier, Christine Payon, 48 Jahre, Psychologin, verheiratet, wohnt in der Rue Amelot 76. Sie betreut alle 8 Vergewaltigungsopfer, deren Vergewaltiger von der Sprayer-Gruppe attackiert wurden. Na, so ein Zufall aber auch. Meine Rede. Da wäre es doch ganz interessant zu wissen, ob es eine Verbindung zwischen Lancerot und diesem Masson gibt. Am besten, ich fahre gleich noch mal in die Santé. Okay. Aber vorher melden Sie bitte das Foto an die Zentrale der Legion nach Marseille. Möglich, dass die einen von denen erkennen. Corinne, du kommst mit. Ach, und Jean-Marc? Versuch doch mal herauszufinden, ob Masson bei seiner Entlassung abgeholt wurde oder ein Taxi genommen hat. Wir müssen auf jeden Fall die Stunden bis zu seinem Tod lückenlos rekonstruieren. Verrätst du mir noch, wo wir hinfahren, oder bleibt das ein Geheimnis? Ach so, nein, nein. Christine Payon. Ja? Hast du einen Moment? Klar, schieß los. Also dein Selbstmörder aus der Santé ist mit absoluter Sicherheit ein Selbstmörder. Keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Weder Gift noch Barbiturate. Die Akte kannst du zumachen. Danke, Brigitte. Jenny, mein Schatz, na? Mann, hast du eine lange Leitung. Ich freue mich auch, dich zu hören. Wie war's in der Schule? Wie immer. Was heißt denn das? Schule halt. Papa, darf ich 2 Freundinnen zum DVD-Gucken zu uns einladen? Was wollt ihr denn anschauen? Wissen wir noch nicht. Aber nicht wieder ein Horrorfilm, ja? Und holt euch eine Pizza bei Bruno, weil bei mir dauert's länger. Danke, Papa. Yes! Brigade Kriminell. Guten Tag. Wir würden gerne mit Christine Payon sprechen. Sind Sie Ihre Tochter? Nein. Ich wohne nur im Moment bei Madame Payon. Ich heiße Marie-Lou Delors. Ist Madame Payon denn zu Hause? Dürfen wir Sie kurz sprechen? Ich habe der Polizei doch schon genau erklärt, was passiert ist. Corinne. Sie ist Lancerots letzte Opfer. Wir suchen die Frauen, die Lancerot überfallen haben. Sind das jetzt etwa die Schuldigen? Warum nehmen Sie sich nicht Schweine wie den vor? Fragen Sie den mal, warum er rumläuft und Frauen vergewaltigt. Mademoiselle, vielleicht ist es ein Trost für Sie. Aber Lancerot hat sich das Leben genommen. Kennen Sie die Namen der Frauen? Woher wusste die Frauengruppe eigentlich, dass sie vergewaltigt wurden? Wer außer der Polizei und Christine Payon wusste davon? Ich weiß es nicht. Ich sag Madame Payon Bescheid. Interessant, dass sie gleich bei ihrer Betreuerin eingezogen ist. Glaubst du, sie weiß was? Vielleicht. Aber es scheint sie nicht sehr zu freuen, dass Lancerot tot ist. Sie können jetzt reingehen. Sie hat aber nicht viel Zeit. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Ich bin sofort bei Ihnen. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Sie waren so freundlich, Mademoiselle Delors bei sich aufzunehmen? Marie-Lou kann sich nach der Vergewaltigung nicht allein in ihrer Wohnung aufhalten. Sie hat zu viel Angst. Was durchaus nachvollziehbar ist, da habe ich ihr angeboten, bei mir zu wohnen. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Verraten Sie mir, warum Marie-Lou mir weinend ihren Besuch angekündigt hat? Monsieur Lancerot hat sich das Leben genommen. Hatte das? Wenigstens kann er jetzt niemanden mehr vergewaltigen. Verzeihen Sie, dass ich da wenig Anteilnahme aufzubringen vermag. Aber deswegen sind Sie wohl kaum hier. Ehrlich gesagt schon, Madame. Wir suchen die Namen der Frauen, die Monsieur Lancerot überfallen und seine Genitalien mit Kunstharzlack eingesprüht haben. Mademoiselle Delors konnte oder wollte uns diesbezüglich nichts sagen. Was lässt Sie vermuten, dass ich Ihnen da weiterhelfen könnte? Sie betreuen Marie-Lou und Sie haben auch alle anderen Opfer vertreten, deren Vergewaltiger von der Frauengruppe gerecht wurden. Haben Sie eine Ahnung, wie sich eine Frau nach einer Vergewaltigung fühlt? Bei der Vernehmung im Polizeirevier, bei der Untersuchung im Krankenhaus, beim Prozess, sofern es einen gibt? Natürlich nicht. Aber wir brauchen trotzdem den Namen. Diese Frauen sind oft für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Die meisten von ihnen brauchen über Jahre hinweg psychologische Betreuung. Aber selbst wenn ich die Namen wüsste, was ich nicht tue, würde ich sie ihnen wahrscheinlich nicht verraten. Madame Payon, wir haben heute Morgen eine Leiche aufgefunden, der die Genitalien abgeschnitten worden sind. Und von einem symbolischen Akt der Kastration zu einer tatsächlichen, das ist nur ein kleiner Schritt.
Ich glaube aber nicht, dass diese Frauengruppe irgendwas mit dem Kastrationsmord zu tun hat. Was macht Sie denn da so sicher, Madame? Vertrauen Sie einfach meiner Intuition. Entschuldigen Sie, ich habe heute Abend mein Seminar an der Universität und muss mich noch vorbereiten. Sie wissen, wer für die Sprayer-Aktion verantwortlich ist, oder? Nein, weiß ich nicht. Schönen Tag noch. Ja, irgendwie kann ich Sie auch verstehen. Als Frau, meine ich. Irgendwie muss ich den Fall auch lösen. Als Kommissar, meine ich. Wenn es nach mir ging, würde ich ganz andere Strafen für Vergewaltigung aufrufen, aber hier geht es um brutalen Mord. Schickes Motorrad. Das ist eine R60, oder? Ach, da kennt sich einer aus. Wir sind eine halbe Stunde zu früh. Christine meinte, wir sollen erst um zwei da sein. Dann warten wir halt. Sie klang ein bisschen sauer am Telefon. Ach, die soll sich nicht so anstellen. Danke, dass Sie sich noch mal die Zeit genommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit ich Ihnen weiterhelfen kann. Wir fragen uns, ob es einen Zusammenhang zwischen Lancerot und diesem Masson gibt. Ob die beiden sich gekannt haben. Ob der Selbstmord und der Mord etwas miteinander zu tun haben können. Ich glaube, dass Sie von seinen Wärtern oder seinen Mitgefangenen hilfreichere Informationen bekommen als von mir. Die habe ich schon gefragt. Viel war da leider nicht zu holen. Lancerot und Masson kannten sich wohl nicht. Mehr kann ich Ihnen auch nicht bieten. Ich kann Ihnen gerne etwas zu dem Selbstmord sagen, aber über den Mord an diesen Masson weiß ich leider nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Kommen Sie bei den Ermittlungen nicht weiter, oder? Nicht wirklich. Aber ich will Sie auch nicht länger aufhalten. Ja. Sagen Sie, bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, hätten Sie vielleicht Lust, mit mir essen zu gehen? Ja, warum nicht? Morgen? Okay. Gegen 7. Vor 8 schaffe ich es leider nicht. Also gegen 8. Kann ich Sie hier abholen? Am Eingang? Okay. Gut. Dann bis dann. Bis morgen. Was essen Sie denn gern? Französisch. Also Französisch. Brigitte, ich bin's. Sag mal, hast du noch Kontakt zu deinen Kollegen von der Universität? Ja, schon. Worum geht's denn? Um eine gewisse Christine Paillon. Sie gibt Seminare in Psychologie. Kümmert sich um Gewaltopfer. Misshandelte und vergewaltigte Frauen. Da hat sie meinen allergrößten Respekt. Das ist absolute Drecksarbeit. Wird außerdem noch schlecht bezahlt. Außerdem hat sie Kontakt zu unserer militanten Sprayer-Gruppe. Kannst du dich mal bei deinen Kollegen umhören? Ja, okay, das kann aber ein bisschen dauern. Kein Problem. Du hast was gut bei mir. Ich hab so viel gut bei dir. Ich melde mich, sobald ich was habe. Bis dann. Und? Was haben Sie rausgefunden? Der Besuch in der Santé hat leider nichts gebracht. Lancerot und Masson hatten laut Auskunft der Gefangenen nichts miteinander zu tun. Und Dr. Clément konnte leider auch nicht weiterhelfen. Ist das alles? Nein. Die Anfrage bei der Fremdenlegion auf das Foto war positiv. Bis auf diesen Mann, zu dem ich bisher nichts herausfinden konnte, sind alle Männer ehemalige Kameraden von Pascal Masson. Links von ihm steht Klaus Hofstetter, Österreicher, zurzeit beim Survival-Training in Guyana. Dürfte dauern, den zu erreichen. Er, Franzose, Cyril Bouclon, 99, aus der Fremdenlegion ausgeschieden. Bleibt noch Franz Kerkhofe, Belgier, 99, auch ausgeschieden. Gibt es sonst was Neues? Hortense Vignal, das ist die Halterin der alten BMW. Geboren und wohnhaft in Paris. Die Kollegen haben mir eine Kopie ihres Führerscheins rübergemailt.
wohnt Rue du Jardin 85. Keine Vorstrafen. Hm. Soll ich morgen mal bei ihr vorbeifahren? Ja, mach das. Hallo, Monsieur Thibon. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee haben? Nein, danke. Wie weit sind Sie? Wir arbeiten. Wir haben keine Zeit. Die Presse erwartet Antworten. Die merken, dass wir sie hinhalten. Ich habe Ihnen doch einen Extramann gegeben. Wir brauchen Ergebnisse, Labria. Ergebnisse! Danke für den Extramann. Du schaltest innerlich immer auf Durchzug. Das hilft. Frank, wir brauchen dringend Informationen über diese Leute auf dem Foto. Das scheint mir im Augenblick die wichtigste Spur zu sein. Und finden Sie heraus, ob einer von denen zur Tatzeit in Paris war. Was wiederkommt. Sagen Sie ihr bitte, dass sie sich bei uns melden soll. Mademoiselle Delors. Guten Abend. Madame Vignal ist nicht da. Ich will zu Yvonne. Seit wann kennen Sie denn die beiden? Seit ein paar Wochen. Und wann haben die beiden erfahren, was ihnen zugestoßen ist? Was mir zugestoßen ist? Das klingt, als hätte ich einen Unfall gehabt. Ich meinte... Eine Vergewaltigung ist nichts, was einem zustößt. Ups, Pech gehabt. Diesmal hat's Marie-Lou erwischt. So war das nicht. Wenn niemand auf sie wartet. Mit der Absicht, sie zu verletzen. Und dann in sie einsticht, um ihnen weh zu tun. Ist das etwas, was einem zustößt? Nein. Er hat sich mich ausgesucht. Wissen Sie warum? Weil er von mir die schwächste Gegenwehr erwartet hat. Das hat er bei seiner Vernehmung gesagt. Ich war es, weil ich deutlich schwächer bin. Ist das meine Schuld? Ich habe ihn nicht angemacht, ich habe ihn nicht provoziert, ich habe keinen kurzen Rock getragen oder ein zu tiefes Dekolleté. Ich verstehe Ihre Verbitterung. So jemand verdient eine gerechte Strafe. Ja, das tut er. Aber ich bin nicht dafür, dass er deswegen stirbt, klar? Ich finde das bisschen Lackfarbe nicht schlimm. Aber das heißt nicht, dass ich will, dass jemand meinetwegen ermordet wird. Falls es das ist, was Sie hören wollten. Vielleicht denken nicht alle so. Yvonne und Hortense denken so. Warum sollten die für andere zu Mörderinnen werden? Eben das versuchen wir herauszufinden. Auf Wiedersehen. Und wenn du wieder was auf den Herd stellst, dann versprichst du mir, dass du dort bleibst. Ja, die DVD war so langweilig, dann haben wir Stars und Songs gespielt. Und das Popcorn völlig vergessen. Versprochen. Gut. Also, was machen deine Kunsthausaufgaben? Ach, die. Also, ich würde mir an deiner Stelle von Celine helfen lassen. Ich habe ja noch ein paar Tage. Ich kann dir nicht helfen. Du weißt, ich kann nicht mal eine gerade Linie zeichnen. Oder einen Nagel in die Wand hauen. Genau. Jetzt wird geschlafen. Erst musst du mir sagen, was wir morgen machen. Das ist eine Überraschung. Na gut, dann bist du schuld, wenn ich die ganze Nacht wach da liege. Genau. Also. Schlaf gut. Du auch. Wer ich bin. Johanna von Orléans? Nein. Eine Galionsfigur. Mann, siehst du das nicht? Ich geb's auf. Du weißt doch gar nichts. Kate Winslet, Titanic. Ach, Titanic. Ja klar, jetzt wo du es sagst. Allerdings hoffe ich, dass wir trocken ans Ufer kommen. Du bist blöd. Es ist toll hier. Mama hätte sich auch ganz doll gefreut. Schade, dass sie nicht dabei ist. Ach, Schatz. Im Herzen ist sie doch bei uns, hm? Mhm. Oh, das ist dienstlich. Da muss ich leider rangehen. Ja? Frank. Ach, verdammt. Ich bin hier mit meiner Tochter auf der Seine. Ja, ist gut. Dann holen Sie mich an der Pont de la Tournelle ab.
Okay, bis gleich. Das ist nicht dein Ernst, oder? Es tut mir leid, mein Schatz. Glaub mir. Wenn es einen Ort gibt, an dem ich sein möchte, dann hier mit dir. Wie deine Leiche? Und was machst du jetzt? Du kannst ja schlecht das Boot anhalten. Monsieur, Brigadekriminell. Corinna John Marx ist schon am Tatort. Dr. Foucault weiß auch Bescheid. Gut. Können wir meine Tochter und den Hund noch zu Hause vorbeifahren? Es dürfte schwierig werden. Zu dritt mit Hund. Na toll. Das kurze Stück nach Hause kann ich auch laufen. Es tut mir leid, Jenny. Ich komme so schnell es geht, ja. Geht's? Ja, ja, alles gut. Schauen Sie mal schön nach vorn. Der Anruf kam vom Kommissariat im 10. Eine männliche Leiche. In einem alten Fabrikgebäude an der Rue de Château d'Eau. Kastriert. Nun fahrt schon, mein Gott. Mann, ich werd gleich wahnsinnig. Ja, bleiben Sie locker. Die Leiche läuft dann schon nicht weg. Das ist ja praktisch, so ein Roller, hm? Ja, ja. Bonjour, wo ist der Tatort? Da vorne die Treppe nach unten. Danke. Na, das war wohl nichts mit dem freien Tag. Ja, Jenny war total begeistert. Salut, Brigitte. Salut. Wer hat die Leiche gefunden? Anonymer Anrufer aus einer Telefonzelle in der Nähe. Dasselbe Szenario wie beim letzten Mal. Samt Unterhaltungsmusik auf Kassette. Haben wir jetzt hier einen Serienmörder oder was? Guckt euch mal den Typ genau an. Das Camarone-Foto von Masson. Ja, genau. Der unbekannte Zivilist auf dem Legionärsfoto. Kann es für Rache als Motiv sprechen? Möglich. Am Kopf haben wir ein Hämatom, wie bei der anderen Leiche. Er wurde vom Täter niedergeschlagen und hat dann die Tortur bei vollem Bewusstsein erlebt. Den hat hier unten keiner schreien gehört. Schickst mir den Bericht ins Büro. Ja, klar. Wie ein Obdachloser sieht er jedenfalls nicht aus. Eher wie ein Hausbesetzer. Jedenfalls hat er sich's ganz gemütlich gemacht. Chef! Guck mal hier. Bestimmt 1000 Euro. Irgendwelche Dokumente oder Ausweise, die ihn identifizieren? Nichts. Was ist mit den anderen Männern auf dem Foto? Sind sie die nächsten Opfer oder ist einer von ihnen der Täter? Es mag ja durchaus Zufälle geben, aber Hortense Vignal wohnt keine 5 Minuten zu Fuß von hier. Und? Haben Sie das Foto? Schicken Sie bitte eine E-Mail an die Presse, vielleicht können die uns mit der Identifizierung weiterhelfen. Franck, Jean-Marc, ihr durchsucht bitte die Nachbarschaft. Cafés, Kneipen etc. Das Übliche eben, ja? Und wir beide fahren jetzt zu Hortense Vignal. Mhm. Ach, Chef. Ja, wenn es geht, dann würde ich gerne heute wirklich Feierabend machen. Klar, Franck, wenn Sie fertig sind. Ja, willst du hier festwachsen? Da hat man ein Date. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Nee, an den kann ich mich nicht erinnern. Aber vielleicht kennen Sie Hortense Vignal. Klar, die kennt ja jeder. Und ein paar Häuser weiter. Danke. Gerne. Wir würden gerne mit Hortense Vignal sprechen. Ja, die ist nicht da. Können wir uns davon selber überzeugen? Er macht wohl keinen Sinn, wenn ich Nein sage.
Nein. Nein. Darf ich mich umsehen? Ist nicht da. Wissen Sie, wo wir sie finden können? Nein. Sie war schon seit Tagen nicht mehr hier. Macht sie das öfters, dass sie verschwindet, einfach so? Was wollen Sie von ihr? Mit ihr reden? Über Pascal Masson zum Beispiel. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Und Hortense auch nicht. Woher wissen Sie das? Weil sich unsere Männerbekanntschaften in überschaubaren Grenzen halten. Wo arbeitet sie denn? Nirgendwo. Ihr wurde vor 2 Monaten gekündigt. Wo hat sie gearbeitet? Im 7. Arrondissement als Automechanikerin. Zum letzten Mal, Mademoiselle. Wo finden wir Hortense Vignal? Worum geht's denn überhaupt? 2 Morde. Nicht so gut, dass Ihre Freundin gerade jetzt nicht aufzufinden ist. Ey, mit so einem Scheiß haben wir nichts zu tun. Jean-Marc, ich bin's. Gib eine Fahndungsmeldung nach Hortense Vignal raus. Ja, sämtliche Dienststellen, Kennzeichen und Foto hast du. Alles klar. Ich danke dir, mein Lieber. Tja, Mademoiselle, Sie wollten es nicht anders. Hortense könnte niemals jemanden umbringen. Aber Lila ansprühen? Komm, wir gehen. Danke, Mademoiselle. Hey, ich bin's. Ey, die Bullen waren hier, die haben eine Fahndung nach dir laufen. Bitte von mir aus. Okay, aber pass auf dich auf, ja? Entschuldigung. Ich habe mein Handy liegen lassen. Und es wäre besser, wenn Hortense sich freiwillig meldet. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Hey, ich bin's. Hey, die Bullen waren hier. Die haben eine Fahndung nach dir laufen. Wir müssen die Aktion heute Abend an Place des Abesses absagen. Nein, im Ernst. In mir ist das zu heiß. Bitte von mir aus. Aber pass auf dich auf. Okay. Die schnappen wir uns. Der Place des Abesses ist ziemlich unübersichtlich mit seinen Seitenstraßen. So eine Observation wird Thibault niemals genehmigen. Ich weiß. Deswegen machen wir es nur zu dritt. Du, Jean-Marc und ich. Was ist mit Frank? Du glaubst nicht im Ernst, dass der heute sein Handy anhat. Ich darf Jenny anrufen und ihr sagen, dass es wieder später wird. Mhm. Okay. Nanu, ich dachte, du bist auf einer Seine-Rundfahrt. Ja, 20 Minuten lang war es auch so. Aber dann kam der übliche Anruf. Oh, was für blöd. Aber was soll dein Vater machen? Er kann ja nicht Nein sagen, oder? Er hätte sein Handy ja nicht mitnehmen müssen. Und aus dem gemeinsamen Abendessen wird auch nichts. Und was machst du jetzt? Keine Ahnung. Ich muss noch die blöde Zeichnung machen. Könntest du das nicht für mich machen? Wenn das so einfach ist? Nee, das musst du schon alleine machen. Meine Mutter hätte das für mich gemacht. Bei allem, was mir dein Vater von deiner Mutter erzählt hat, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Wieso das denn? Weil deine Mutter offensichtlich eine sehr kluge Frau war, Jenny. Ich würde dir doch damit keinen Gefallen tun, das weißt du doch, oder? Corinne, wie sieht's bei dir aus? Ganz schön wenig los heute. Ich hatte die Gegend belebt, deine Erinnerung. Ist aber schon lange her. Ich bin ja aufgewachsen. Als Kind habe ich in einem kleinen Park nebenan gespielt. War das so eine etwas bessere Gegend? Hoffen wir, dass die Ladies hier auftauchen. In 2 Stunden tauschen wir die Positionen, okay?
Jean-Marc? Jean-Marc, bist du das? Hey, Mann, Alter. Na? Mensch, ist das schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's? Gut. Wie sieht's aus? Positionswechsel? Gern. Jean-Marc, ich geh zum Wagen. Du kannst sie übernehmen. Du warst ja schon lange nicht mehr hier in der Gegend. Und? Wie läuft's? Naja. Also bis dann. War schön, dich wiederzusehen. Mach's gut. Salut. Ciao. Wir telefonieren. Es wird wohl nichts mehr heute Abend. Ja, scheint so. Los, zusammen auf drei. Eins, zwei, drei. Bei euch auch so ruhig? Hier ist nicht mal ein Wagen. Abgesehen von einem Kinderwagen. Noch zwei Stunden, dann hauen wir ab. Hört sich gut an. Was denn? Allein und nackt mit sechs Frauen. Das ist doch eine echte Männerfantasie. Und jetzt eine kleine Lektion. Mit schönen Grüßen von deiner Event. Was steht da bei dir? Ein Kinderwagen. Wo steht der? Allein? Allein von der Garage. Verdammt! Aufmachen! Polizei! Scheiße! Polizei! Keine Bewegung! Gegen die Wand! Gegen die Wand! Hände hoch! Umdrehen! Entorsignal! Sie sind verhaftet. Umdrehen. Doch gesagt, ich kenne mich ja aus. Wo ist denn der Typ hin? Kaum hatte ich ihm den Rücken zugedreht, hat er sich aus dem Staub gemacht. Los, an die Wand. Hast du sie nach Waffen durchsucht? Hab ich. Aber das Einzige, was sie dabei hatten, ist das hier. Schmeckt's? Mhm. Sehr lecker. Na, dann habe ich ja zum Glück nicht daneben gegriffen. Mhm. Was mir einfach nicht in den Kopf will, ist, warum eine Frau wie Sie Gefängnisärztin wird. Was heißt eine Frau wie ich? Naja, ich finde, es passt nicht zu Ihnen. Ich kann Sie mir als Künstlerin vorstellen oder als Musikerin, aber unter all den Knackis. Manche Dinge kann man nicht planen. Ich wollte immer nach Paris und das war die einzige Stelle, die mir hier angeboten wurde. Insofern habe ich sie natürlich angenommen.
Hätte ich eine andere Wahl gehabt, dann hätte ich den Job nicht gemacht. Ja, jetzt bin ich hier. Was ist? Ich wollte eigentlich Konzertpianistin werden. Naja, wenigstens hat Paris geklappt. Sehen Sie, das meine ich. Sie sehen aus wie eine Musikerin. Also auf jeden Fall wie eine Künstlerin. Ah ja? Und wie sieht eine Künstlerin aus? So wie Sie. Da hat jemand tatsächlich den Typen ihr Ding abgeschnitten? Ja, aber zwei Morde sind nicht witzig. Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 23 und 1 Uhr? Wie kommt eine Frau wie du eigentlich dazu, so einen Scheißjob zu machen? Einer muss es tun. Wir haben niemanden umgebracht. Genauso wenig, wie Sie vorhin den Mann überfallen haben? Haben Sie gesehen, was das Tier mit seiner Ehefrau gemacht hat? Ich sag Ihnen was, Herr Kommissar. Ich würde das Teil von einem Typen nicht mal mit einer Kneifzange anfassen, geschweige denn absäbeln. Haben Sie bei uns irgendwelche Messer gefunden? Nein. Spraydosen, das war alles. Also, wo waren Sie? Ich habe im Club 27 aufgelegt, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh. Ohne Pause. Und zwar mit ziemlich vielen Gästen, die ganz schön abgefahren sind auf meine Musik. Können Sie gerne nachprüfen. Das werden wir. Woher kennen Sie Christine Payon? Ich habe vor 2 Jahren bei ihr an der Uni ein Seminar belegt. Aber die Seelenklempnerei war nicht mein Ding. Verschwinden Sie. Einfach so? Ja. Sie können gehen. Und machen Sie sich darauf gefasst, dass der Staatsanwalt sich bei Ihnen melden wird wegen der Spray-Aktion. Hast du sie schon von der Liste der Verdächtigen gestrichen? Ja, ihr Alibi scheint solide zu sein. Außerdem hat sie leider recht. Die Frauen hatten kein Messer dabei. Es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass sie innerhalb von 24 Stunden den einen Mann besprühen und den anderen brutal kastrieren. Ich denke, wir müssen den Täter woanders suchen. Das ist schon fast perfekt. Das, was man braucht, ist ein bisschen Übung. Ist auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich bin's. Ja, immer rein. Schau mal, schon fast perfekt. Ich kann das selbst kaum besser. Wow, also deinem Lehrer wird glatt die Spucke wegbleiben. Hast du Hunger? Ich habe noch überbackenen Auberginenauflauf. Papa isst abends nichts mehr. Außerdem sind wir jetzt schon fertig. Tja, also dann danke, dass du mir geholfen hast. War für mich auch eine gute Übung. Möchtest du Danke sagen? Danke. Ja, also dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Danke für den schönen Abend. Ich fand's auch sehr schön. Vielleicht können wir das bald wiederholen. Morgen oder übermorgen? Frank, warum geben Sie mir nicht ein wenig Zeit? Es soll keine Ablehnung sein, ich brauche einfach meinen eigenen Rhythmus. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Wohin geht's, Chef? Jean-Marc hat die Kneipe ausfindig gemacht, in der Masson vor seinem Tod gefeiert hat. Mhm. Ja? Ja, dir auch einen guten Morgen. Also Christine Payon, sie gibt Lehrveranstaltungen zum Thema traumatisierte Gewaltopfer, hat viele Artikel in Fachzeitschriften darüber veröffentlicht. In den 80er Jahren hat sie im Frauenhaus in Paris gearbeitet, in den 90ern viele Auslandsaufenthalte. Wo denn? USA, Rhodesien, Osteuropa. Also sie ist so eine Art Leitfigur für Feministinnen. Kannst du damit was anfangen?
Vielleicht. Auf jeden Fall 1000 Dank. Schuldenkonto wächst und wächst. Ja, ja. Salut, Maurice. Was würdest du nur ohne Brigitte machen? Tja, dann müsst ihr mich ganz auf euch verlassen. Bonjour. Salut, Jean-Marc. Monsieur Klein hier hat Masson und unseren unbekannten Toten wiedererkannt. Ja, stimmt. Der eine war ein paar Mal hier. Wir haben Russisch geredet. Klang jedenfalls für mich so. Geht aufs Haus. Merci. Danke. Früher gab es hier eine Menge Russen und Polacken. Mittlerweile gibt es hier nur noch Schwarze im Viertel, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sind Sie sicher, dass das Russisch war? Russisch, Polnisch, Tschechisch, Bulgarisch, klingt doch alles gleich. Ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Die hatten was zu feiern. Massons Entlassung. Keine Ahnung. Jedenfalls haben die ganz schön was weggetrunken. Und ein dickes Trinkgeld da gelassen. Ich hab dir noch ein Taxi gerufen. Wissen Sie noch was für ein Unternehmen? Klar. Wir schieben uns gegenseitig die Kunden zu. Eine Hand wäscht die andere. Find den Fahrer raus. Frank, ich bin's. Hör zu, überprüfe bitte, ob das zweite Opfer Masson im Knast besucht hat. Genau, dann wissen wir, nach welchem Namen wir fahren müssen. Alles klar. Wir sehen uns in einer halben Stunde in der Talkrunde. Noch einen Kaffee? Bitte nicht, Monsieur. Der Typ ist nicht nur ein ätzender Rassist, der kocht auch noch schlechteren Kaffee als du, Jean-Marc. Ja, und das ist kaum möglich. Ja, ja. Chef! Stéphane Blanc hat Masson einmal die Woche besucht. Na, das ist doch was. Offensichtlich hatte unser Mann gefälschten Pass, aber seine Fingerabdrücke sind nicht in unserer Datei. Der Tod ist sauber. Ja, wenn er sauber wäre, warum benutzt er dann einen falschen Namen? Weil er Dreck am Stecken hat. Was weißt du von dem Taxifahrer? Ist eine Sie und wartet eine halbe Stunde an der Rue de la Corderie. Okay, du kümmerst dich drum, ja? Mach ich. Ich habe übrigens mal mit dem Leiter des Slawischen Instituts gesprochen. Es gibt an die 20 slawische Sprachen. Die meisten davon werden fälschlicherweise für Russisch gehalten. Hm. Frank, wie weit sind Sie mit den anderen fremden Legionären auf dem Foto? Der Österreicher befindet sich noch immer beim Survival-Training in Guyana. Cyril Bouclon ist 99 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bleibt der Belgier Kerkhofe. Aber da gibt es bisher keine Rückmeldung. Als Täter scheiden alle aus, keiner war zur fraglichen Zeit in Paris. Zwei brutale Morde an zwei Männern, die sich beide lange kannten. Und die Spur verliert sich im Sand. Das kann doch nicht sein. Wo ist das Motiv? Wer will sich rächen und wofür? Labria? Madame Payon? Ich habe gehört, dass Sie versucht haben, mich zu erreichen. Worum geht's denn? Ich habe da noch ein paar Fragen. Würde es Ihnen passen, wenn ich nachher kurz vorbeikomme? Das passt leider nicht. Ich bin sozusagen auf dem Sprung nach Orléans, um meine Mutter zu besuchen. Sie ist schwer erkrankt. Oh, das tut mir leid. Ich werde also erst in ein paar Tagen wieder zurück in Paris sein. Verstehe. Vielleicht könnten Sie mir trotzdem kurz eine Frage beantworten. Sie haben doch länger in Osteuropa gelebt. Können Sie mir sagen, wo genau? Ich war in vielen Ländern tätig. Den USA, Polen, der Türkei. War das alles? Ich bin wirklich auf dem Sprung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Kommissar. Madame Payon. Immer freundlich und auskunftsbereit und stets nichtssagend. Jean-Marc, vergiss die Taxifahrerin nicht. Ja, und Frank, Sie bleiben bei den Fremdenlegionären am Ball. Wir bitten Audienz bei unserem schönen Geist. Wir haben zwar keinen Namen für unseren zweiten Toten, dafür aber ein Foto und Fingerabdrücke. Ich jag die mal durch den Computer. Ich habe die beiden auf Bestellung von der Kneipe abgeholt. Die hatten sich ganz schön zulaufen lassen. Und am Ende hat mich der mit der Glatze bezahlt. War ein ziemlicher Großkotz. Mhm. Und dann? Na, erst habe ich den Glatzkopf an der Fabrik rausgelassen und dann habe ich den anderen nach Hause gebracht. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie beschattet wurden? Dass Ihnen ein Auto gefolgt ist? Vielleicht, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet. Warten Sie mal, jetzt muss ich sagen, bei der Fabrik war ein Auto hinter mir. Ist mir nur aufgefallen, weil es da so verlassen war. Hab aber nur die Scheinwerfer gesehen. Ist Ihnen an der Sprache der beiden was aufgefallen? Irgendwas Besonderes? Für mich hat sie russisch geklungen. Hätte was anderes sein können. Schwören könnte ich es nicht. Ich denke, es ist eilig. Also wieso warte ich dann seit 20 Minuten? Er ist bestimmt gleich so weit.
Ein zweiter Mord, das sieht nach einem Serientäter aus. Zwei Tote, zwei Kastrationen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich denke, Sie haben mit Ihrer ersten Annahme recht. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Racheakt. Haben Sie eine Vermutung bezüglich des Täters? Leider noch nicht. Was glauben Sie, was passiert, wenn es morgen in der Presse steht? Zwei kastrierte männliche Leichen in Paris. Ich habe ausdrücklich darum gebeten, dass die Presse nicht informiert wird. Irgendwas sickert immer durch, das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Und was sage ich dem Präfekten, wenn er mich heute Abend löchert? Wir haben viele Indizien. Es ist schwierig. Mit so einem Quatsch kann ich dem nicht kommen. Wir tun, was wir können. Der Präfekt drängt mich. Er will Resultate. Außerdem will er den Staatssekretärsposten beim Innenminister. Wir benötigen mehr Zeit. Na gut. Aber nicht zu viel. Monsieur. Gabriela. So schlimm. Noch schlimmer. Ich habe Neuigkeiten. Ja, aber nicht hier. Ich brauche frische Luft. Komm. Jetzt lass dir doch von dem nicht den Tag verderben. Was glaubt der Sesselpupse eigentlich? Dass wir da sitzen und nichts machen? Also, was hast du rausgefunden? Der Belgier hat sich gemeldet. Franz Kerkhove. Das Kamerone-Foto wurde in Kuwait-Stadt aufgenommen. Nach Aussage von Kerkhove hat Masson diesen Stefan Blanc zur Kamerone-Feier mitgebracht. Wusste er was über Massons Verbleib in den Jahren 91 bis 99? Leider nicht. Er hat nur in den rosigsten Tönen von Masson geredet. War jedenfalls ziemlich schockiert, als er von dem brutalen Mord erfahren hat. Aber wie ist Masson an das Foto gekommen? Kerkhove hat es in eine postlagernde Adresse in Marseille geschickt. Er glaubt übrigens, dass Masson Stefan erst nach seinem Austritt aus der Fremden Legion kennengelernt hat. Ich verstehe nicht, wieso wir die Lücke zwischen 91 und 99 nicht geschlossen kriegen. Wusste Kerkhove, welcher Nationalität Stefan Blanc angehörte? Er wusste nur, dass er vom Balkan stammt. Balkan? Moment, ich denke Russland. Ach, das ist ja interessant. Natürlich. Der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien fand in den 90ern statt. Ethnische Säuberung. Was macht ein Ex-Fremdenlegionär? Er heuert da an, wo Krieg ist. Ganz genau. Vielleicht hat Stefan Blanc sich im Bosnienkrieg was zu Schulden kommen lassen. Der läuft ja nicht umsonst mit einer falschen Identität rum. Also, du setzt dich mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag in Verbindung. Schick ihnen die Fingerabdrücke und das Kamerone-Foto. Jenny, mein Schatz, alles in Ordnung? Ja, rate mal, was ich in Kunst bekommen habe. Eine Eins? Quatsch. Aber eine Zwei. Hey, das ist doch super. Ich bin stolz auf dich. Du Papa, darf ich heute bei Alisa schlafen? Es kommen noch zwei andere Freundinnen, wir wollen Stars und Songs spielen. Na gut. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du nicht wieder Obelix mästest. Ja? Versprochen. Alles klar. Danke, Papa. Bis morgen. Dann bis morgen, mein Schatz. Du machst das ziemlich gut. Nur für den Fall, dass dir es noch keiner gesagt hat. Du zahlst. Also, Kollegen, irgendwelche Ideen? Beide Opfer kannten sich. Es liegt nahe, dass das Motiv für die beiden Morde in ihrer gemeinsamen Vergangenheit liegt. Über außer dem Foto und dem Besäufnis in der Mordnacht haben wir doch gar nichts. Moment. Wir reden über eine Vergangenheit, die mit Gewalttaten zu tun hat. Also Kriege, mögliche Kriegsverbrechen. Vergewaltigung. Genau. Ich glaube ja, dass die Lösung des Problems da liegt. Wenn sich herausstellen sollte, dass Stefan Blanc vom Balkan kommt, dann wissen wir auch, wo das Ganze stattgefunden hat. Kroatien, Bosnien. Genau. Das würde auch die achtjährige Lücke in Massons Lebenslauf erklären. Ja, uns fehlen trotzdem die entscheidenden Glieder in der Kette. Ja, wie zum Beispiel hat der Mörder die beiden in Paris ausfindig gemacht? War es ein direkter oder indirekter Racheakt? Ich glaube, es war ein direkter. Was ist zum Beispiel mit dieser Christine Pagnon? Die hat in Osteuropa gelebt, ist eine engagierte Feministin, also hätte sie irgendein Motiv gehabt? Sie kümmert sich um vergewaltigte Frauen, sie ist Tag für Tag mit diesen Gräueltaten konfrontiert. Aber an der Frau beißen wir uns bislang die Zähne aus. Die lässt uns freundlich, aber bestimmt abblitzen. Ja, das stimmt leider. Okay, das war's erstmal. Danke euch. Chef, kann ich Sie kurz sprechen? Ich habe ein Problem. Haben Sie heute Abend schon was vor? Hätten Sie Lust, mit mir ein Bier zu trinken? Ich muss mal mit Ihnen reden. Meine Tochter ist heute nicht da, also warum nicht? Ich weiß, es klingt wie ein verknallter Teenager, aber
Die Frau bringt mich um Verstand. Das Erste, woran ich denke, wenn ich wach werde, das Letzte, woran ich denke, bevor ich einschlafe, Elaine Clément. Und wo komme ich jetzt ins Spiel? Noch ein Weißen? Danke, im Moment nicht. Sie machen so einen gefestigten Eindruck. Ja, ich habe immer das Gefühl, Sie kann gar nichts erschüttern. Und da dachte ich mir, der Mann kann dir bestimmt einen guten Rat geben. Ja, ich sehe aus wie ein Fachmann für Beziehungsfragen. Sagen Sie einfach, was Sie denken. Einfach so, frei von der Leber weg, was Ihnen in den Kopf kommt. Wenn Sie möchte, dass Sie ihr mehr Raum lassen, dann lassen Sie ihr mehr Raum. Das ist gut. Ja, aber was, wenn man am liebsten immer in ihrer Nähe ist? Wie soll man denn da Raum lassen? Keine Ahnung. Ich meine, sie hat Ihnen ja auch keine Abfuhr erteilt, oder? Und sie freut sich auf die nächste Begegnung. Ja, stimmt, das hat sie gesagt. Na, dann warten Sie es doch einfach ab, Frank. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Sehen Sie, und auch deshalb schätze ich Sie. Ja, wer gibt schon zu, dass er was nicht weiß? Welcher Chef macht schon sowas? Ach, Frank, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi, dann fahren Sie nach Hause und legen sich ins Bett. Ich glaube, es ist ein guter Vorschlag. Vielleicht habe ich ja im Schlaf die zündende Idee. Raum lassen. Raum lassen. In die Rue Chapelle. Frank hat gerade angerufen. Hat verpennt. Kommt aber gleich. Mit wem ist denn der versagt? Jemand sollte Thibault mal erklären, dass Normalpapier kein Luxus ist. Chef, ich hab was. Stéphane Blanc. Den Haag. Volltreffer. Finger weg. Sein richtiger Name ist Stefan Blankovic. Bosnischer Serbe, geboren am 17. Oktober 1963 in Foča. Eine Kleinstadt im Südosten Bosniens. Haben die damals keine Suchanfrage bei uns gestellt? Doch. Schon vor einigen Jahren. Aber da sie unter seinem richtigen Namen nachgefragt haben und wir keine Fingerabdrücke hatten, ist die Suche im Sande verlaufen. Verstehe. 1992 fiel Foča unter serbische Herrschaft. Während die männlichen muslimischen Einwohner verschleppt oder gleich getötet wurden, richteten die serbischen Besetzer überall in der Stadt Vergewaltigungslager ein. Frauen und Mädchen wurden über Wochen und Monate wieder und wieder vergewaltigt. Etliche haben lebenslange Schäden davon getragen und viele haben dieses Grauen nicht überlebt. 1999 wurde gegen verschiedene serbische Milizenführer Anklage wegen Kriegsverbrechen erhoben. Viele der Opfer kannten Blankovic, weil er auch aus Foča war. Blankovic galt als einer der maßgeblichen Vergewaltiger. Er zusammen mit einer anderen Person, die aber niemand kannte. Masson? Die Beschreibung passt. Viele erinnern sich vor allen Dingen an eine sichelförmige Narbe an der Wange. Aber dann wissen wir jetzt, in welchem Umfeld wir den Mörder suchen müssen. Ja, unter den Frauen, die damals vergewaltigt und misshandelt wurden. Ja, das sind Tausende. Es könnte genauso gut ein Vater, Ehemann oder Bruder Rache geübt haben. Die Frage ist doch, wie konnte der Mörder die beiden in Paris ausfindig machen? Ohne fremde Hilfe ist das nicht möglich. Und Corinne, gute Arbeit. Morgen. Versuch, die Namen der Frauen herauszufinden, die in Foča vergewaltigt worden sind. Ruf Menschenrechtsorganisationen, wen auch immer an. Irgendeiner muss die Namen haben. Entschuldigung, Chef. Ah, Frank, Sie kommen mit mir. Du hilfst dir. Wir knöpfen uns mal Madame Payan vor. Ich denke, die ist in Orléans bei ihrer Mutter. Ja, das überprüfen wir jetzt. Die Sache mit gestern Abend ist mir wirklich peinlich. Und dann habe ich auch noch verschlafen. Schon okay. Habe ich viel dummes Zeug geredet? Ach, nichts, was nicht auch mir hätte rausrutschen können. Ja? Ich habe was Interessantes für euch. Schieß los. Christine Payan hat einige Vergewaltigungsopfer aus Foča betreut. Sie hat in einem Therapiezentrum in Zagreb für traumatisierte Frauen und Mädchen gearbeitet. So, jetzt kommt Licht ins Dunkel. Ist Madame Payan zu sprechen? Nein, sie ist... Hallo. Ach, Madame. Wie ich sehe, ist Ihre Mutter wieder gesund? Was wollen Sie? Ich suche Antworten, Madame. Ich habe zwei brutale Morde aufzuklären.
Glauben Sie vielleicht, dass ich die Leute umgebracht habe? Nun, Sie haben in Zagreb mit Vergewaltigungsopfern aus Fuchsia zusammengearbeitet. Und die beiden ermordeten Männer waren maßgeblich an Vergewaltigungen in Fuchsia beteiligt. Die Spreer-Frauen stehen mit Ihnen in Verbindung. Und alle Spuren führen zu Ihnen. Auch wenn ich nicht glaube, dass Sie es waren. Vielleicht kennen Sie den Mörder. Sagt Ihnen der Name Stefan Vlankovic was? Stefan Vlankovic? Ich habe den Namen so vieler Verbrecher gehört. 30.000 Frauen und Mädchen wurden damals vergewaltigt. Und Sie fragen nach Namen? Die meisten von diesen Dreckskerlen laufen heute noch frei rum. Ich kann durchaus verstehen, dass jemand selbst das Gesetz in die Hand nimmt. Tja, und sehen Sie, genau das ist es, was wir verhindern müssen. Es kann gut sein, dass man den Glauben an die Gerechtigkeit verliert. Aber Mord ist keine Antwort. Was ist Ihrer Meinung nach die Antwort? Dass diese Monster weiter so leben, als wenn nichts geschehen wäre? Wo waren Sie Sonntag und vorgestern Nacht? Ich dachte, Sie verdächtigen mich nicht. Ich war hier. Marie-Lou wird Ihnen das bestätigen. Kennen Sie jemanden in Paris, der für die Morde in Frage kommen würde? Guten Tag, die Herren. Ich habe jetzt zu arbeiten. Wie Corinne schon gesagt hat, da beißt man sich die Zähne aus. Möglich. Ich bin trotzdem sicher, sie kennt den Mörder. Freiwillig rückt sie damit nicht raus. Dann werden Sie rund um die Uhr beschatten und ihr Telefon anzapfen. Und ich informiere Thibon. Oh, viel Spaß. Jean-Marc beginnt mit der Überwachung von Madame Payan. Wir übernehmen später. Okay, also. Stefan Vlankovic wurde von 17 Frauen identifiziert und angeklagt. Aber wir kriegen die Namen nicht. Hast du gesagt, dass es um Doppelmord geht? Hab ich. Keine Chance. Die schützen ihre Frauen und ehrlich gesagt, ich verstehe das auch. Hier, bitte. Was ist das? Thibon. Oh, gib's Henri. Ja. Chef, ich bin der Payon bis in die Rue Saint-Honoré gefolgt. Sie sitzt jetzt im Café und trifft sich mit einer anderen Frau. Aha. Dann bleib aber jetzt an der anderen Frau dran und nicht an Madame Payon. Verstanden? Ja, klar, mach ich. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo wir... Tut mir leid, ich habe keine Zeit.
Chef, du wirst nicht glauben, wem ich gerade gefolgt bin. Wird es eine tägliche Angewohnheit von Ihnen? Madame Payan, Sie haben sich vor einer Stunde mit einer anderen Frau im Café Le Royal getroffen. Werde ich jetzt schon überwacht? In welcher Beziehung stehen Sie zu dieser Frau? Hélène Clément ist meine Schwägerin. Sie hat vor 8 Jahren meinen Bruder geheiratet und ist seit 4 Jahren geschieden. Sie ist Ihre Schwägerin? Ja, und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ein Patient wartet auf mich. Heißt das Clément ist Ihr Mädchenname? Und wie ist dann der Mädchenname von Hélène? Draganic. Corinne, bleib bitte bei Madame Payan. Sieh zu, dass sie ihre Schwägerin nicht warnt. Monsieur le Commissaire? Hélène hat Schrecklicheres im Leben erfahren, als ein Mensch ertragen kann. Normalerweise spielt das Fräulein erst abends. Aber hören Sie mal, wie sie spielen kann. Ist das nicht wunderschön? Bonjour, Madame. Bonjour. Oben im 2. Stock. Okay, danke. Ich bin soweit. Erzählen Sie uns von Hélène Draganic. Hélène ist gestorben. Weit weg von hier in einem anderen Land. Gut. Erzählen Sie uns von Dr. Hélène Clément, wenn Sie wollen. Sie müssen hier nichts ohne einen Anwalt sagen. Wollen Sie einen Anwalt? Nein, das ist nicht nötig. Sie waren mit Christine Payans Bruder verheiratet. Ist das richtig? Ja, es war eine Zweckehe. Sonst hätte ich nicht nach Paris gekonnt. Madame, Sie werden verdächtigt, die Morde an Pascal Masson und Stefan Blankovic begangen zu haben. Ja, ich habe diese Männer umgebracht. Dafür, was sie mir und den anderen Frauen in meiner Heimat angetan haben. Woher wussten Sie denn, dass die beiden in Paris leben? Als Masson in die Santé eingeliefert wurde, habe ich ihn sofort wiedererkannt. Alles ging von vorne los. Meine Schlafstörungen, meine Panikattacken, Albträume. Mir wurde klar, dass es kein Ende nehmen würde, solange dieser Mann ungestraft bliebe. Wieso haben Sie sich denn nicht an die Justiz gewandt? Ich wollte diesen Menschen ins Gesicht sehen, wenn sie leiden. Ich habe mir nichts mehr gewünscht, als diesen Menschen beim Leiden zuzuschauen. Genauso wie wir damals gelitten haben. Tag für Tag. Wann haben Sie denn Blankovic zum ersten Mal in Paris gesehen? Bei Massons Entlassung. Plötzlich ist er aus dem Taxi gestiegen. Er und mein Bruder waren zusammen in einer Klasse in Foggia. Ich weiß nicht, wie oft er mich vergewaltigt hat. Danach Masson. Oder beide. Was ist mit dem Bolero? Das war ihre Musik. Die Musik, die unsere Schreie übertönt hat, damals. Dürfte ich bitte kurz zur Toilette? Ja, selbstverständlich. Natürlich.
Madame Clément? Madame Clément? Ich habe gehört, ihr habt den Mörder gefasst. Warum sagt mir keiner was davon? Schnell, sie öffnet die Tür nicht! Wer? Warten Sie hier. Madame Clément! Wir haben sie durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wo sie die Giftkapsel... Warum? Können Sie mir das sagen? Geht mit mir essen und schlachtet dazwischen eiskalt zwei Menschen ab. Ich verstehe es nicht. Sie haben mich benutzt, um mich auszuhorchen. Vielleicht hat sie in Ihnen auch nur die Chance auf ein normales Leben gesehen. Eine Normalität, die sie längst verloren hatte. Danke für die Einladung. Ich wollte nicht, dass Papa sich langweilt. Das hätte er bestimmt nicht. Ich habe eine 2 in Kunst gekriegt. Ich und eine 2, das ist wie ein Weltwunder. Super. Ich war ja in Mathe immer eine 0. Dann habe ich irgendwann verstanden, dass Kunst und Mathematik eigentlich gar nicht so verschieden sind. Oh Mann, Mathe kann ich erst recht nicht. Aber sag das bloß nicht meinem Vater. Na? Geht's euch gut? Ja. Oh. Keine Angst. Heute holt mich hier niemand weg. In den Kopf kommt. Wenn sie möchte, dass sie ihr mehr Raum lassen, dann lassen sie ihr mehr Raum. Das ist gut. Ja, aber was, wenn man am liebsten immer in ihrer Nähe ist? Wie soll man denn da Raum lassen? Keine Ahnung. Ich meine, sie hat ihnen ja auch keine Abfuhr erteilt, oder? Und sie freut sich auf die nächste Begegnung. Ja, stimmt, das hat sie gesagt. Na, dann warten Sie es doch einfach ab, Frank. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Sehen Sie, und auch deshalb schätze ich Sie. Ja, wer gibt schon zu, dass er was nicht weiß? Welcher Chef macht schon sowas? Ach, Frank, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi, dann fahren Sie nach Hause und legen sich ins Bett. Ich glaube, es ist ein guter Vorschlag. Vielleicht habe ich ja im Schlaf die zündende Idee. Raum lassen. Raum lassen. In die Rue Chapelle.
Franck hat gerade angerufen. Hat verpennt. Kommt aber gleich. Und wem ist denn der versagt? Jemand sollte Thibaut mal erklären, dass Normalpapier kein Luxus ist. Chef, ich hab was. Stéphane Blanc. Den Haag. Volltreffer. Finger weg. Sein richtiger Name ist Stefan Blankovic. Bosnischer Serbe, geboren am 17. Oktober 1963 in Foča, eine Kleinstadt im Südosten Bosniens. Haben die damals keine Suchanfrage bei uns gestellt? Doch, schon vor einigen Jahren. Aber da sie unter seinem richtigen Namen nachgefragt haben und wir keine Fingerabdrücke hatten, ist die Suche im Sande verlaufen. Verstehe. 1992 fiel Foča unter serbische Herrschaft. Während die männlichen muslimischen Einwohner verschleppt oder gleich getötet wurden, richteten die serbischen Besetzer überall in der Stadt Vergewaltigungslager ein. Frauen und Mädchen wurden über Wochen und Monate wieder und wieder vergewaltigt. Etliche haben lebenslange Schäden davon getragen und viele haben dieses Grauen nicht überlebt. 1999 wurde gegen verschiedene serbische Milizenführer Anklage wegen Kriegsverbrechen erhoben. Viele der Opfer kannten Blankovic, weil er auch aus Foča war. Blankovic galt als einer der maßgeblichen Vergewaltiger. Er zusammen mit einer anderen Person, die aber niemand kannte. Masson? Die Beschreibung passt. Viele erinnern sich vor allen Dingen an eine sichelförmige Narbe an der Wange. Aber dann wissen wir jetzt, in welchem Umfeld wir den Mörder suchen müssen. Ja. Wenn sollte der Stéphane Blanc vom Balkan kommt, dann wissen wir auch, wo das Ganze stattgefunden hat. Kroatien, Bosnien. Genau. Das würde auch die achtjährige Lücke in Massons Lebenslauf erklären. Ja, uns fehlen trotzdem die entscheidenden Glieder in der Kette. Ja, wie zum Beispiel hat der Mörder die beiden in Paris ausfindig gemacht? War es ein direkter oder indirekter Racheakt? Ich glaube, es war ein direkter. Was ist zum Beispiel mit dieser Christine Paillon? Die hat in Osteuropa gelebt, ist eine engagierte Feministin, also hätte sie irgendein Motiv gehabt? Sie kümmert sich um vergewaltigte Frauen, sie ist Tag für Tag mit diesen Gräueltaten konfrontiert. Aber an der Frau beißen wir uns bislang die Zähne aus, die lässt uns freundlich, aber bestimmt abblitzen. Ja, das stimmt leider. Okay, das war's erstmal. Danke euch. Chef, kann ich Sie kurz sprechen? Ich habe ein Problem. Haben Sie heute Abend schon was vor? Hätten Sie Lust, mit mir ein Bier zu trinken? Ich muss mal mit Ihnen reden. Meine Tochter ist heute nicht da, also warum nicht? Ich weiß, es klingt wie ein verknallter Teenager, aber die Frau bringt mich um Verstand. Das Erste, woran ich denke, wenn ich wach werde, das Letzte, woran ich denke, bevor ich einschlafe, Hélène Clément. Und wo komme ich jetzt ins Spiel? Noch ein Weißen? Danke, im Moment nicht. Sie machen so einen gefestigten Eindruck. Ja, ich habe immer das Gefühl, sie kann gar nichts erschüttern. Und da dachte ich mir, der Mann kann dir bestimmt einen guten Rat geben. Ja, ich sehe aus wie ein Fachmann für Beziehungsfragen. Sagen Sie einfach, was Sie denken. Einfach so, frei von der Leber weg, was Ihnen in den Kopf kommt. Wenn sie möchte, dass Sie ihr mehr Raum lassen, dann lassen Sie ihr mehr Raum. Das ist gut. Ja, aber was, wenn man am liebsten immer in ihrer Nähe ist? Wie soll man denn Raum lassen? Keine Ahnung. Ich meine, sie hat Ihnen ja auch keine Abfuhr erteilt, oder? Und sie freut sich auf die nächste Begegnung. Ja, stimmt, das hat sie gesagt. Na, dann warten Sie es doch einfach ab, Frank. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Sehen Sie, und auch deshalb schätze ich Sie. Ja, wer gibt schon zu, dass er was nicht weiß? Welcher Chef macht schon sowas? Ach, Frank, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi, dann fahren Sie nach Hause und legen sich ins Bett. Ich glaube, es ist ein guter Vorschlag. Vielleicht habe ich ja im Schlaf die zündende Idee. Raum lassen. Raum lassen. In die Rue Chapelle. Sagen Sie ihr bitte, dass sie sich bei uns melden soll. Mademoiselle Delors. Guten Abend. Madame Vignal ist nicht da. Ich will zu Yvonne. Seit wann kennen Sie denn die beiden? Seit ein paar Wochen. Und wann haben die beiden erfahren, was ihnen zugestoßen ist? Was mir zugestoßen ist? Das klingt, als hätte ich einen Unfall gehabt. Ich meinte... Eine Vergewaltigung ist nichts, was einem zustößt. Ups, Pech gehabt. Diesmal hat's Marie-Lou erwischt.
So war das nicht. Wenn jemand auf sie wartet, mit der Absicht, sie zu verletzen, und dann in sie einsticht, um ihnen weh zu tun, ist das etwas, was einem zustößt? Nein. Er hat sich mich ausgesucht. Wissen Sie warum? Weil er von mir die schwächste Gegenwehr erwartet hat. Das hat er bei seiner Vernehmung gesagt. Ich war es, weil ich deutlich schwächer bin. Ist das meine Schuld? Ich habe ihn nicht angemacht, ich habe ihn nicht provoziert, ich habe keinen kurzen Rock getragen oder ein zu tiefes Dekolleté. Ich verstehe Ihre Verbitterung. So jemand verdient eine gerechte Strafe. Ja, das tut er. Aber ich bin nicht dafür, dass er deswegen stirbt, klar? Ich finde das bisschen Lackfarbe nicht schlimm, aber das heißt nicht, dass ich will, dass jemand meinetwegen ermordet wird. Falls es das ist, was Sie hören wollten. Vielleicht denken nicht alle so. Yvonne und Hortense denken so. Warum sollten die für andere zu Mörderinnen werden? Eben das versuchen wir herauszufinden. Auf Wiedersehen. Und wenn du wieder was auf den Herd stellst, dann versprichst du mir, dass du dort bleibst. Ja, die DVD war so langweilig, dann haben wir Stars und Songs gespielt. Und das Popcorn völlig vergessen. Versprochen. Gut. Also, was machen deine Kunsthausaufgaben? Ach, die. Also, ich würde mir an deiner Stelle von Celine helfen lassen. Ich habe ja noch ein paar Tage. Ich kann dir nicht helfen. Du weißt, ich kann nicht mal eine gerade Linie zeichnen. Oder einen Nagel in die Wand hauen. Genau. Jetzt wird geschlafen. Erst musst du mir sagen, was wir morgen machen. Das ist eine Überraschung. Na gut, dann bist du schuld, wenn ich die ganze Nacht wach da liege. Genau. Also. Schlaf gut. Du auch. Folterungen oder Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Also, wenn Masson was damit zu tun hatte, dann finden wir das bestimmt nicht in seiner Personalakte. Stimmt, die Folterspezialisten im Algerienkrieg hatten auch eine saubere Akte. Gut, aber was ist mit den Jahren 91 bis 99? Ich meine, irgendwo muss er doch gewesen sein. Also, in Frankreich war er nicht gemeldet und lebende Verwandte gibt's auch keine. Was ist denn mit der radikalen Frauengruppe, diesen Sprayerinnen? 8 Überfälle bislang, wer dahinter steckt, ist unbekannt. Ein Name taucht aber in allen Berichten auf. Hier, Christine Paillon, 48 Jahre, Psychologin, verheiratet, wohnt in der Rue Amelot 76. Sie betreut alle 8 Vergewaltigungsopfer, deren Vergewaltiger von der Sprayer-Gruppe attackiert wurden. Na, so ein Zufall aber auch. Meine Rede. Da wäre es doch ganz interessant zu wissen, ob es eine Verbindung zwischen Lancerot und diesem Masson gibt. Am besten, ich fahre gleich noch mal in die Santé. Okay. Aber vorher melden Sie bitte das Foto an die Zentrale der Legion nach Marseille. Möglich, dass die einen von denen erkennen. Corinne, du kommst mit. Ach, und Jean-Marc? Versuch doch mal herauszufinden, ob Masson bei seiner Entlassung abgeholt wurde oder ein Taxi genommen hat. Wir müssen auf jeden Fall die Stunden bis zu seinem Tod lückenlos rekonstruieren. Verrätst du mir noch, wo wir hinfahren, oder bleibt das ein Geheimnis? Ach so, nein, nein. Christine Paillon. Ja? Hast du einen Moment? Klar, schieß los. Also dein Selbstmörder aus der Santé ist mit absoluter Sicherheit ein Selbstmörder. Keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Weder Gift noch Barbiturate. Die Akte kannst du zumachen. Danke, Brigitte. Jenny, mein Schatz, na? Mann, hast du eine lange Leitung. Ich freue mich auch, dich zu hören. Wie war's in der Schule? Wie immer. Was heißt denn das? Schule halt. Papa, darf ich 2 Freundinnen zum DVD-Gucken zu uns einladen? Was wollt ihr denn anschauen? Wissen wir noch nicht. Aber nicht wieder ein Horrorfilm, ja? Und holt euch eine Pizza bei Bruno, weil bei mir dauert's länger. Danke, Papa. Yes! Brigade Kriminell. Guten Tag. Wir würden gerne mit Christine Paillon sprechen. Sind Sie Ihre Tochter? Nein.
Ich wohne nur im Moment bei Madame Payon. Ich heiße Marie-Lou Delors. Ist Madame Payon denn zu Hause? Dürfen wir sie kurz sprechen? Ich habe der Polizei doch schon genau erklärt, was passiert ist. Corinne. Sie ist Lazarus' letzte Opfer. Möglich. Und Corinne, gute Arbeit. Morgen. Versuch die Namen der Frauen herauszufinden, die in Vogtland vergewaltigt worden sind. Ruf Menschenrechtsorganisationen, wen auch immer, an. Irgendeiner muss die Namen haben. Entschuldigung, Chef. Ah, Frank, Sie kommen mit mir. Du hilfst dir. Wir knöpfen uns Madame Payon vor. Ich denke, die ist zu Orléans bei ihrer Mutter. Ja, das überprüfen wir jetzt. Die Sache mit gestern Abend ist mir wirklich peinlich. Und dann habe ich auch noch verschlafen. Schon okay. Habe ich viel dummes Zeug geredet? Ach, nichts, was nicht auch mir hätte rausrutschen können. Ja? Ich habe was Interessantes für euch. Schieß los. Christine Payon hat einige Vergewaltigungsopfer aus Foča betreut. Sie hat in einem Therapiezentrum in Zagreb für traumatisierte Frauen und Mädchen gearbeitet. So, jetzt kommt Licht ins Dunkel. Ist Madame Payon zu sprechen? Nein, sie ist... Hallo. Ach, Madame. Wie ich sehe, ist Ihre Mutter wieder gesund? Was wollen Sie? Ich suche Antworten, Madame. Ich habe zwei brutale Morde aufzuklären. Glauben Sie vielleicht, dass ich die Leute umgebracht habe? Nun, Sie haben in Zagreb mit Vergewaltigungsopfern aus Foča zusammengearbeitet. Und die beiden ermordeten Männer waren maßgeblich an Vergewaltigungen in Foča beteiligt. Die Spreer-Frauen stehen mit Ihnen in Verbindung. Und alle Spuren führen zu Ihnen. Auch wenn ich nicht glaube, dass Sie es waren. Vielleicht kennen Sie den Mörder. Sagt Ihnen der Name Stefan Vlankovic was? Stefan Vlankovic? Ich habe den Namen so vieler Verbrecher gehört. 30.000 Frauen und Mädchen wurden damals vergewaltigt. Und Sie fragen nach Namen? Die meisten von diesen Dreckskerlen laufen heute noch frei rum. Ich kann durchaus verstehen, dass jemand selbst das Gesetz in die Hand nimmt. Tja, und sehen Sie, genau das ist es, was wir verhindern müssen. Es kann gut sein, dass man den Glauben an die Gerechtigkeit verliert. Aber Mord ist keine Antwort. Was ist Ihrer Meinung nach die Antwort? Dass diese Monster weiter so leben, als wenn nichts geschehen wäre? Wo waren Sie Sonntag und vorgestern Nacht? Ich dachte, Sie verdächtigen mich nicht. Ich war hier. Marie-Lou wird Ihnen das bestätigen. Kennen Sie jemanden in Paris, der für die Morde in Frage kommen würde? Guten Tag, die Herren. Ich habe jetzt zu arbeiten. Wie Corinne schon gesagt hat, da weist man sich die Zähne aus. Möglich. Ich bin trotzdem sicher, sie kennt den Mörder. Freiwillig rückt sie damit nicht raus. Dann werden Sie rund um die Uhr beschatten und ihr Telefon anzapfen. Ich informiere Thibon. Oh, viel Spaß. Jean-Marc beginnt mit der Überwachung von Madame Payon. Wir übernehmen später. Okay, also. Stefan Vlankovic wurde von 17... Fotorad-Fable habe ich von meinem Bruder übernommen. Ich mag aber nur alte Maschinen. Es geht mir genauso. Ich wollte früher meine BSA haben, aber damals hat mein Gehalt nicht dafür gereicht. Nee, die 750er, die zieht nicht so richtig gut durch. Na, Bria, was ist denn das für eine unappetitliche Geschichte? Schon eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Guten Morgen. Guten Morgen. Meines Erachtens handelt es sich um einen Racheakt. Diese Musik, das hat etwas zu bedeuten. Ja, das kann man durchaus so sehen. Ich möchte, dass so wenig wie möglich von diesem Schmutz in die Presse kommt. Wir brauchen ein schnelles Ergebnis. Wir gehen verschiedenen Spuren nach. Und zwar mit doppeltem Einsatz. Aus diesem Grund habe ich ausnahmsweise Ihr Ersuchen unterstützt. Brigadier Zichira wird Ihnen für diesen Fall zur Verfügung stehen. Danke, Monsieur. Ich möchte täglich über den Stand der Ermittlungen informiert werden. Seit wann das denn? Seit der Scharf ist auf den Job des Präfekten. Immerhin hat er uns Frank überlassen. Oh Mann, ich habe extra eine Kanne Kaffee gekocht. Das haben wir befürchtet und uns selbst beim Araber eingedeckt. Ah, guten Morgen, Frank. Gibt's was Neues von Masson? Ja, ich habe da was. Er verpflichtete sich am 1. März 1986. Anfang 91 kämpfte er im Irak-Kuwait-Krieg. Im März 91 lief dann sein Vertrag bei der Fremdenlegion aus. Was hat er denn anschließend gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was es an dem Kaffee auszusetzen gibt. Honk? Ich hab's mit dem Magen. Von 91 bis 99 war er wie vom Erdboden verschluckt. Anfang 2000 kaufte er dann die Autowerkstatt und war bis zu seiner Verhaftung nicht weiter auffällig. Hat er sich während seiner Dienstzeit bei der Legion was zu Schulden kommen lassen? Nein, er galt als vorbildlicher Soldat. Seine Kameraden haben ihn alle bewundert.
Er wurde sogar bis zum Korporalchef befördert, also mehr ist nicht möglich. Und was ist mit Kriegsverbrechen, Folterungen oder Übergriffen auf die Zivilbevölkerung? Also wenn Masson was damit zu tun hatte, dann finden wir das bestimmt nicht in seiner Personalakte. Stimmt, die Folterspezialisten im Algerienkrieg hatten auch eine saubere Akte. Gut, aber was ist mit den Jahren 91 bis 99? Ich meine, irgendwo muss er doch gewesen sein. Also in Frankreich war er nicht gemeldet und lebende Verwandte gibt's auch keine. Was ist denn mit der radikalen Frauengruppe, diesen Sprayerinnen? 8 Überfälle bislang, wer dahinter steckt, ist unbekannt. Ein Name taucht aber in allen Berichten auf. Hier, Christine Paillon, 48 Jahre, Psychologin, verheiratet, wohnt in der Rue Amelot 76. Sie betreut alle 8 Vergewaltigungsopfer, deren Vergewaltiger von der Sprayer-Gruppe attackiert wurden. Na, so ein Zufall aber auch. Meine Rede. Da wäre es doch ganz interessant zu wissen, ob es eine Verbindung zwischen Lancerot und diesem Masson gibt. Am besten, ich fahre gleich noch mal in die Santé. Okay. Aber vorher melden Sie bitte das Foto an die Zentrale der Legion nach Marseille. Möglich, dass die einen von denen erkennen. Corinne, du kommst mit. Ach, und Jean-Marc? Versuch doch mal herauszufinden, ob Masson bei seiner Entlassung abgeholt wurde oder ein Taxi genommen hat. Wir müssen auf jeden Fall die Stunden bis zu seinem Tod lückenlos rekonstruieren. Also erst in ein paar Tagen wieder zurück in Paris sein. Verstehe. Vielleicht könnten Sie mir trotzdem kurz eine Frage beantworten. Sie haben doch länger in Osteuropa gelebt. Können Sie mir sagen, wo genau? Ich war in vielen Ländern tätig, den USA, Polen, der Türkei. War das alles? Ich bin wirklich auf dem Sprung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Kommissar. Madame Paillon. Immer freundlich und auskunftsbereit und stets nichtssagend. Jean-Marc, vergiss die Taxifahrerin nicht. Ja, und Franck, Sie bleiben bei den Fremdenlegionären am Ball. Wir bitten Audienz bei unserem schönen Geist. Wir haben zwar keinen Namen für unseren zweiten Toten, dafür aber ein Foto und Fingerabdrücke. Ich jag die mal durch den Computer. Ich habe die beiden auf Bestellung von der Kneipe abgeholt. Die hatten sich ganz schön zulaufen lassen. Und am Ende hat mich der mit der Glatze bezahlt. War ein ziemlicher Großkotz. Mhm. Und dann? Na, erst habe ich den Glatzkopf an der Fabrik rausgelassen und dann habe ich den anderen nach Hause gebracht. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie beschattet wurden? Dass Ihnen ein Auto gefolgt ist? Vielleicht, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet. Warten Sie mal, jetzt muss ich sagen, bei der Fabrik war ein Auto hinter mir. Ist mir nur aufgefallen, weil es da so verlassen war. Hab aber nur die Scheinwerfer gesehen. Ist Ihnen an der Sprache der beiden was aufgefallen? Irgendwas Besonderes? Für mich hat es wie Russisch geklungen. Hätte was anderes sein können. Schwören könnte ich es nicht. Ich denke, es ist eilig. Also wieso warte ich dann seit 20 Minuten? Er ist bestimmt gleich so weit. Ein zweiter Mord, das sieht nach einem Serientäter aus. 2 Tote, 2 Kastrationen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich denke, Sie haben mit Ihrer ersten Annahme recht. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Racheakt. Haben Sie eine Vermutung bezüglich des Täters? Leider noch nicht. Was glauben Sie, was passiert, wenn es morgen in der Presse steht? 2 kastrierte männliche Leichen in Paris. Ich habe ausdrücklich darum gebeten, dass die Presse nicht informiert wird. Irgendwas sickert immer durch, das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Und was sage ich dem Präfekten, wenn er mich heute Abend löchert? Wir haben viele Indizien. Es ist schwierig. Mit so einem Quatsch kann ich dem nicht kommen. Wir tun, was wir können. Der Präfekt drängt mich. Er will Resultate. Außerdem will er den Staatssekretärsposten beim Innenminister. Wir benötigen mehr Zeit. Na gut. Aber nicht zu viel. Monsieur. Gabriela. Wir gehen verschiedenen Spuren nach. Und zwar mit doppeltem Einsatz. Aus diesem Grund habe ich ausnahmsweise Ihr Ersuchen unterstützt. Brigadier Tichera wird Ihnen für diesen Fall zur Verfügung stehen. Danke, Monsieur. Ich möchte täglich über den Stand der Ermittlungen informiert werden. Seit wann das denn? Seit der Scharf ist auf den Job des Präfekten. Immerhin hat er uns Franck überlassen. Oh Mann, ich habe extra eine Kanne Kaffee gekocht. Das haben wir befürchtet und uns selbst beim Araber eingedeckt. Ah, guten Morgen, Franck. Gibt's was Neues von Masson? Ja, ich hab da was. Er verpflichtete sich am 1. März 1986.
Anfang 91 kämpfte er im Irak-Kuwait-Krieg. Im März 91 lief dann sein Vertrag bei der Fremden Legion aus. Was hat er denn anschließend gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was es an dem Kaffee auszusetzen gibt. Honk? Ich hab's mit dem Magen. Von 91 bis 99 war er wie vom Erdboden verschluckt. Anfang 2000 kaufte er dann die Autowerkstatt und war bis zu seiner Verhaftung nicht weiter auffällig. Hat er sich während seiner Dienstzeit bei der Legion was zu Schulden kommen lassen? Nein, er galt als vorbildlicher Soldat. Seine Kameraden haben ihn alle bewundert. Er wurde sogar bis zum Korporalchef befördert. Also mehr ist nicht möglich. Was ist mit Kriegsverbrechen? Folterungen oder Übergriffen auf die Zivilbevölkerung? Also, wenn Masson was damit zu tun hatte, dann finden wir das bestimmt nicht in seiner Personalakte. Stimmt, die Folterspezialisten im Algerienkrieg hatten auch eine saubere Akte. Gut, aber was ist mit den Jahren 91 bis 99? Ich meine, irgendwo muss er doch gewesen sein. Also, in Frankreich war er nicht gemeldet und lebende Verwandte gibt's auch keine. Was ist denn mit der radikalen Frauengruppe, diesen Sprayerinnen? 8 Überfälle bislang, wer dahinter steckt, ist unbekannt. Ein Name taucht aber in allen Berichten auf. Hier, Christine Paillon, 48 Jahre, Psychologin, verheiratet, wohnt in der Rue Amelot 76. Sie betreut alle 8 Vergewaltigungsopfer, deren Vergewaltiger von der Sprayer-Gruppe attackiert wurden. Na, so ein Zufall aber auch. Meine Rede. Da wäre es doch ganz interessant zu wissen, ob es eine Verbindung zwischen Lancerot und diesem Masson gibt. Am besten, ich fahre gleich noch mal in die Santé. Okay. Aber vorher melden Sie bitte das Foto an die Zentrale der Legion nach Marseille. Möglich, dass die einen von denen erkennen. Corinne, du kommst mit. Ach, und Jean-Marc? Versuch doch mal herauszufinden, ob Masson bei seiner Entlassung abgeholt wurde oder ein Taxi genommen hat. Wir müssen auf jeden Fall die Stunden bis zu seinem Tod lückenlos rekonstruieren. Verrätst du mir noch, wo wir hinfahren, oder bleibt das ein Geheimnis? Ach so, nein, nein. Christine Paillon. Ja? Hast du einen Moment? Klar, schieß los. Also dein Selbstmörder aus der Santé ist mit absoluter Sicherheit ein Selbstmörder. Keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung. Weder Gift noch Barbiturate. Die Akte kannst du zumachen. Danke, Brigitte. Chef, du wirst nicht glauben, wem ich gerade gefolgt bin. Wird es eine tägliche Angewohnheit von Ihnen? Madame Paillon, Sie haben sich vor einer Stunde mit einer anderen Frau im Café Le Royal getroffen. Werde ich jetzt schon überwacht? In welcher Beziehung stehen Sie zu dieser Frau? Hélène Clément ist meine Schwägerin. Sie hat vor 8 Jahren meinen Bruder geheiratet und ist seit 4 Jahren geschieden. Sie ist Ihre Schwägerin? Ja, und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ein Patient wartet auf mich. Heißt das Clément ist Ihr Mädchenname? Wie ist dann der Mädchenname von Hélène? Draganic. Corinne, bleib bitte bei Madame Paillon. Sieh zu, dass sie Ihre Schwägerin nicht warnt. Monsieur le Commissaire, Hélène hat Schrecklicheres im Leben erfahren, als ein Mensch ertragen kann. Normalerweise spielt das Fräulein erst abends. Aber hören Sie mal, wie sie spielen kann. Ist das nicht wunderschön? Bonjour, Madame. Bonjour. Oben im 2. Stock. Okay, danke.
Ich bin soweit. Erzählen Sie uns von Elena Drovanec. Elena ist gestorben. Weit weg von hier in einem anderen Land. Gut. Erzählen Sie uns von Dr. Hélène Clément. In welcher Beziehung stehen Sie zu dieser Frau? Hélène Clément ist meine Schwägerin. Sie hat vor 8 Jahren meinen Bruder geheiratet und ist seit 4 Jahren geschieden. Sie ist Ihre Schwägerin? Ja, und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ein Patient wartet auf mich. Heißt das Clément ist Ihr Mädchenname? Wie ist dann der Mädchenname von Hélène? Draganic. Corinne, bleib bitte bei Madame Payon. Sieh zu, dass sie ihre Schwägerin nicht warnt. Monsieur le Commissaire? Hélène hat Schrecklicheres im Leben erfahren, als ein Mensch ertragen kann. Normalerweise spielt das Fräulein erst abends. Aber hören Sie mal, wie sie spielen kann. Ist das nicht wunderschön? Bonjour, Madame. Bonjour. Oben im 2. Stock. Okay, danke. Ich bin soweit. Erzählen Sie uns von Elena Drovanec. Elena ist gestorben. Weit weg von hier in einem anderen Land. Gut. Erzählen Sie uns von Dr. Hélène Clément, wenn Sie wollen. Sie müssen hier nichts ohne einen Anwalt sagen. Wollen Sie einen Anwalt? Nein, das ist nicht nötig. Sie waren mit Christine Payons Bruder verheiratet. Ist das richtig? Ja, es war eine Zweckehe. Sonst hätte ich nicht nach Paris gekonnt. Madame, Sie werden verdächtigt, die Morde an Pascal Masson und Stefan Blankovic begangen zu haben. Ja, ich habe diese Männer umgebracht. Dafür, was sie mir und den anderen Frauen in meiner Heimat angetan haben. Woher wussten Sie denn, dass die beiden in Paris leben? Als Masson in die Santé eingeliefert wurde, habe ich ihn sofort wiedererkannt. Alles ging von vorne los. Sie können jetzt reingehen. Sie hat aber nicht viel Zeit. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Ich bin sofort bei Ihnen. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Sie waren so freundlich, Mademoiselle Delors bei sich aufzunehmen? Marie-Lou kann sich nach der Vergewaltigung nicht allein in ihrer Wohnung aufhalten. Sie hat zu viel Angst, was durchaus nachvollziehbar ist. Da habe ich ihr angeboten, bei mir zu wohnen. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Verraten Sie mir, warum Marie-Lou mir weinend ihren Besuch angekündigt hat? Monsieur Lanceron hat sich das Leben genommen. Hat er das? Wenigstens kann er jetzt niemanden mehr vergewaltigen. Verzeihen Sie, dass ich da wenig Anteilnahme aufzubringen vermag. Aber deswegen sind Sie wohl kaum hier. Ehrlich gesagt schon, Madame. Wir suchen die Namen der Frauen, die Monsieur Lanceron überfallen und seine Genitalien mit Kunstharzlack eingesprüht haben. Mademoiselle Delors konnte oder wollte uns diesbezüglich nichts sagen. Was lässt Sie vermuten, dass ich Ihnen da weiterhelfen könnte? Sie betreuen Marie-Lou und Sie haben auch alle anderen Opfer vertreten, deren Vergewaltiger von der Frauengruppe gerecht wurden. Haben Sie eine Ahnung, wie sich eine Frau nach einer Vergewaltigung fühlt? Bei der Vernehmung im Polizeirevier, bei der Untersuchung im Krankenhaus, beim Prozess, sofern es einen gibt? Natürlich nicht. Aber wir brauchen trotzdem den Namen. Diese Frauen sind oft für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Die meisten von ihnen brauchen über Jahre hinweg psychologische Betreuung.
Aber selbst wenn ich den Namen wüsste, was ich nicht tue, würde ich sie Ihnen wahrscheinlich nicht verraten. Madame Payon, wir haben heute Morgen eine Leiche aufgefunden, der die Genitalien abgeschnitten worden sind. Und von einem symbolischen Akt der Kastration zu einer tatsächlichen, es ist nur ein kleiner Schritt. Ich glaube aber nicht, dass diese Frauengruppe irgendwas mit dem Kastrationsmord zu tun hat. Was macht Sie denn da so sicher, Madame? Vertrauen Sie einfach meiner Intuition. Entschuldigen Sie, ich habe heute Abend mein Seminar an der Universität und muss mich noch vorbereiten. Sie wissen, wer für die Sprayer-Aktion verantwortlich ist, oder? Nein, weiß ich nicht. Schönen Tag noch. Ja, irgendwie kann ich sie auch verstehen. Als Frau, meine ich. Irgendwie muss ich den Fall auch lösen. Als Kommissar, meine ich. Wenn es nach mir ging, würde ich ganz andere Strafen für Vergewaltigung aufrufen, aber hier geht's um brutalen Mord. Schickes Motorrad. Das ist eine R60, oder? Ach, da kennt sich einer aus. Wir sind eine halbe Stunde zu früh. Christine meinte, wir sollen erst um zwei da sein. Da lag ich im Bett. Neben meiner Frau. Können Sie fragen? Das machen wir. Was passiert denn jetzt mit dem Laden hier? Ich meine, wem gehört denn er jetzt? Keine Ahnung. Hängt davon ab, ob Masson ein Testament gemacht hat. Ich höre mich mal in der Nachbarschaft um, ob jemand mehr über ihn weiß. Papa, hast du dich schon mal mit Mama unterhalten? Ich meine... Seit sie tot ist? Oft sogar. Ich auch. Ich hatte schon Angst, ich wäre ein bisschen ballaballa. Du bist überhaupt nicht ballaballa. Im Gegenteil. Menschen machen sowas. Das ist wichtig, weißt du? Damit wir unsere Toten nicht vergessen. Sichira. Ja, ich hatte angerufen, Brigade Kriminell. Es geht um ein ehemaliges Mitglied der Legion, Monsieur Pascal Masson. Ich möchte Sie bitten, uns eine Akte zu schicken, und zwar am besten noch... Gut. Ich warte. Entschuldigung? Ja? Wissen Sie, wann Madame Clément Dienstschluss hat? Ich glaube, schon weg. Und wann ist sie morgen wieder da? Gegen neun. Wieso? Wir haben eine dienstliche Frage. Ist klar. Wie viele dienstliche Fragen ich an die Madame schon hatte. Wie lange arbeitet sie denn schon hier? So gut zwei Jahre. Wissen Sie... Ja, ich bin noch dran. Es geht um... Ganz genau, ganz genau. Ja, und ich wollte seine Akte. Einen Moment. Wenn Sie mir die Unterlagen bitte mailen könnten... Ja, natürlich noch heute. Was? Wieso nicht? Hat sie einen Freund? Das interessiert mich nicht. Der Mann ist Opfer eines Verbrechens geworden und die Unterlagen dienen der Aufklärung. Völlig egal, ob Sie schon Feierabend haben. Ja, an die Mailadresse der Brigade Kriminell in Paris. Warten Sie! Nein, Sie warten nicht, Sie mailen mir das! Ja, prima. Ja, ich freue mich. Tag. Hallo. Malst du jetzt nur noch weiße Bilder? Wie Corinne schon gesagt hat, da weiß man sich die Zähne aus. Möglich. Ich bin trotzdem sicher, sie kennt den Mörder. Freiwillig rückt sie damit nicht raus. Dann werden sie rund um die Uhr beschatten und ihr Telefon anzapfen. Und ich informiere Thibon. Oh, viel Spaß. Jean-Marc beginnt mit der Überwachung von Madame Payon. Wir übernehmen später. Okay, also. Stefan Blankovic wurde von 17 Frauen identifiziert und angeklagt. Aber wir kriegen die Namen nicht.
Hast du gesagt, dass es um Doppelmord geht? Hab ich. Keine Chance. Die schützen ihre Frauen und ehrlich gesagt, ich verstehe das auch. Hier, bitte. Was ist das? Thibaut. Oh, gib's Henri. Ja? Chef, ich bin der Payon bis in die Rue Saint-Honoré gefolgt. Sie sitzt jetzt im Café und trifft sich mit einer anderen Frau. Aha. Dann bleib aber jetzt an der anderen Frau dran und nicht an Madame Payon. Verstanden? Ja, klar, mach ich. Wo waren Sie Sonntag und vorgestern Nacht? Ich dachte, Sie verdächtigen mich nicht. Ich war hier. Marie-Lou wird Ihnen das bestätigen. Kennen Sie jemanden in Paris, der für die Morde in Frage kommen würde? Guten Tag, die Herren. Ich habe jetzt zu arbeiten. Wie Corinne schon gesagt hat, da beißt man sich die Zähne aus. Möglich. Ich bin trotzdem sicher, sie kennt den Mörder. Freiwillig rückt sie damit nicht raus. Werden Sie rund um die Uhr beschatten und ihr Telefon anzapfen. Ich informiere Thibon. Oh, viel Spaß. Jean-Marc beginnt mit der Überwachung von Madame Payon. Wir übernehmen später. Okay, also. Stefan Blankovic wurde von 17 Frauen identifiziert und angeklagt. Aber wir kriegen die Namen nicht. Hast du gesagt, dass es um Doppelmord geht? Hab ich. Keine Chance. Die schützen ihre Frauen und... Ehrlich gesagt, ich verstehe das auch. Hier, bitte. Was ist das? Thibaut. Oh, gib's Henri. Ja?
Chef, ich bin der Payon bis in die Rue Saint-Honoré gefolgt. Sie sitzt jetzt im Café und trifft sich mit einer anderen Frau. Aha. Dann bleib aber jetzt an der anderen Frau dran und nicht an Madame Payon. Verstanden? Na klar, mach ich. Hortense Vignal raus. Ja, sämtliche Dienststellen, Kennzeichen und Foto hast du. Alles klar. Ich danke dir, mein Lieber. Tja, Mademoiselle, Sie wollten es nicht anders. Hortense könnte niemals jemanden umbringen. Aber Lila ansprühen? Komm, wir gehen. Danke, Mademoiselle. Hey, ich bin's. Ey, die Bullen waren hier, die haben eine Fahndung nach dir laufen. Bitte von mir aus. Ja, aber pass auf dich auf, ja? Entschuldigung. Ich habe mein Handy liegen lassen. Und, es wäre besser, wenn Hortense sich freiwillig meldet. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Hey, ich bin's. Hey, die Bullen waren hier. Die haben eine Fahndung nach dir laufen. Wir müssen die Aktion heute Abend an Place des Abesses absagen. Nein, im Ernst. In mir ist das zu heiß. Bitte von mir aus. Aber pass auf dich auf. Okay. Die schnappen wir uns. Der Place des Abesses ist ziemlich unübersichtlich mit seinen Seitenstraßen. So eine Observation wird Thibault niemals genehmigen. Ich weiß. Deswegen machen wir es nur zu dritt. Du, Jean-Marc und ich. Was ist mit Frank? Du glaubst nicht im Ernst, dass der heute sein Handy anhat. Ich darf Jenny anrufen und ihr sagen, dass es wieder später wird. Mhm. Okay. Nanu, ich dachte, du bist auf einer Seine-Rundfahrt. Ja, 20 Minuten lang war es auch so. Aber dann kam der übliche Anruf. Oh, was für blöd. Aber was soll dein Vater machen? Er kann ja nicht Nein sagen, oder? Er hätte sein Handy ja nicht mitnehmen müssen. Und aus dem gemeinsamen Abendessen wird auch nichts. Was machst du jetzt? Keine Ahnung. Ich muss noch die blöde Zeichnung machen. Könntest du das nicht für mich machen? Wenn das so einfach ist? Nee, das musst du schon alleine machen. Meine Mutter hätte das für mich gemacht. Bei allem, was mir dein Vater von deiner Mutter erzählt hat, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Wieso das denn? Weil deine Mutter offensichtlich eine sehr kluge Frau war, Jenny. Ich würde dir doch damit keinen Gefallen tun, das weißt du doch, oder? Was glaubt der Sesselpupse eigentlich? Dass wir da sitzen und nichts machen? Also, was hast du rausgefunden? Der Belgier hat sich gemeldet, Franz Kerkhove. Das Kamerone-Foto wurde in Kuwait-Stadt aufgenommen. Nach Aussage von Kerkhove hat Masson diesen Stefan Blanc zur Kamerone-Feier mitgebracht. Hm. Wusste er was über Massons Verbleib in den Jahren 91 bis 99? Leider nicht. Er hat nur in den rosigsten Tönen von Masson geredet. War jedenfalls ziemlich schockiert, als er von dem brutalen Mord erfahren hat. Aber wie ist Masson an das Foto gekommen? Kerkhove hat es in eine postlagernde Adresse in Marseille geschickt. Er glaubt übrigens, dass Masson Stefan erst nach seinem Austritt aus der Fremdenlegion kennengelernt hat. Ich verstehe nicht, wieso wir die Lücke zwischen 91 und 99 nicht geschlossen kriegen. Wusste Kerkhove, welcher Nationalität Stefan Blanc angehörte? Er wusste nur, dass er vom Balkan stammt. Balkan? Moment, ich denke Russland. Ach, das ist ja interessant. Natürlich. Der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien fand in den 90ern statt. Ethnische Säuberung. Was macht ein Ex-Fremdenlegionär? Hm? Er heuert da an, wo Krieg ist. Ganz genau. Vielleicht hat Stefan Blanc sich im Bosnienkrieg was zu Schulden kommen lassen. Der läuft ja nicht umsonst mit einer falschen Identität rum. Also, du setzt dich mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag in Verbindung. Schick ihnen die Fingerabdrücke und das Kamerone-Foto.
Jenny, mein Schatz, alles in Ordnung? Ja, rate mal, was ich in Kunst bekommen habe. Eine 1? Quatsch, aber eine 2. Hey, das ist doch super. Ich bin stolz auf dich. Du Papa, darf ich heute bei Alisa schlafen? Es kommen noch 2 andere Freundinnen, wir wollen Stars und Songs spielen. Na gut. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du nicht wieder Obelix mästest. Ja? Versprochen. Alles klar. Danke, Papa, bis morgen. Dann bis morgen, mein Schatz. Du machst das ziemlich gut. Nur für den Fall, dass dir es noch keiner gesagt hat. Du zahlst. Also, Kollegen, irgendwelche Ideen? Beide Opfer kannten sich. Es liegt nahe, dass das Motiv für die beiden Morde in ihrer gemeinsamen Vergangenheit liegt. Aber außer dem Foto und dem Besäufnis in der Mordnacht haben wir doch gar nichts. Moment. Wir reden über eine Vergangenheit, die mit Gewalttaten zu tun hat. Also Kriege, mögliche Kriegsverbrechen. Vergewaltigung. Genau. Ich glaube ja, dass die Lösung des Problems da liegt. Wenn sich herausstellen sollte, dass Stefan Blanc vom Balkan kommt, dann wissen wir auch, wo das Ganze stattgefunden hat. Kroatien, Bosnien. Genau. Das würde auch die 8-jährige Lücke in Massons Lebenslauf erklären. Ja, uns fehlen trotzdem die entscheidenden Glieder in der Kette. Ja, wie zum Beispiel hat der Mörder die beiden in Paris ausfindig gemacht? War es ein direkter oder indirekter Racheakt? Ich glaube, es war ein direkter. Was ist zum Beispiel mit dieser Christine Pagnon? Hier, bitte. Was ist das? Thibault. Oh, gib's Henri. Ja? Chef, ich bin der Payon bis in die Rue Saint-Honoré gefolgt. Sie sitzt jetzt im Café und trifft sich mit einer anderen Frau. Aha. Dann bleib ab jetzt an der anderen Frau dran und nicht an Madame Payon. Verstanden? Na klar, mach ich. Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo wir... Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Chef, du wirst nicht glauben, wem ich gerade gefolgt bin. Wird es eine tägliche Angewohnheit von Ihnen? Madame Payon, Sie haben sich vor einer Stunde mit einer anderen Frau im Café Le Royal getroffen. Werde ich jetzt schon überwacht? In welcher Beziehung stehen Sie zu dieser Frau? Hélène Clément ist meine Schwägerin. Sie hat vor 8 Jahren meinen Bruder geheiratet und ist seit 4 Jahren geschieden. Sie ist Ihre Schwägerin? Ja, und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen, ein Patient wartet auf mich. Wir würden gerne mit Hortense Vignal sprechen. Ja, die ist nicht da. Können wir uns davon selber überzeugen? Er macht wohl keinen Sinn, wenn ich Nein sage. Nein. Nein. Darf ich mich umsehen?
Ist nicht da. Wissen Sie, wo wir sie finden können? Nein. Sie war schon seit Tagen nicht mehr hier. Macht sie das öfters, dass sie verschwindet, einfach so? Was wollen Sie von ihr? Mit ihr reden. Über Pascal Masson zum Beispiel. Hab ich noch nie gehört, den Namen. Und Hortense auch nicht. Woher wissen Sie das? Weil sich unsere Männerbekanntschaften in überschaubaren Grenzen halten. Wo arbeitet sie denn? Nirgendwo. Ihr wurde vor 2 Monaten gekündigt. Wo hat sie gearbeitet? Im 7. Arrondissement als Automechanikerin. Zum letzten Mal, Mademoiselle. Wo finden wir Hortense Vignal? Worum geht's denn überhaupt? 2 Morde. Nicht so gut, dass Ihre Freundin gerade jetzt nicht aufzufinden ist. Ey, mit so einem Scheiß haben wir nichts zu tun. Jean-Marc, ich bin's. Gib eine Fahndungsmeldung nach Hortense Vignal raus. Ja, sämtliche Dienststellen, Kennzeichen und Foto hast du. Alles klar. Ich danke dir, mein Lieber. Tja, Mademoiselle, Sie wollten es nicht anders. Hortense könnte niemals jemanden umbringen. Aber Lila ansprühen? Komm, wir gehen. Danke, Mademoiselle. Hey, ich bin's. Ey, die Bullen waren hier, die haben eine Fahndung nach dir laufen. Bitte von mir aus. Ja, aber pass auf dich auf, ja? Entschuldigung. Ich habe mein Handy liegen lassen. Und, es wäre besser, wenn Hortense sich freiwillig meldet. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Hey, ich bin's. Hey, die Bullen waren hier. Die haben eine Fahndung nach dir laufen. Wir müssen die Aktion heute Abend an Place des Abyss absagen. Nein, im Ernst. In mir ist das zu heiß. Bitte von mir. Diesmal hat's Marie-Lou erwischt. So war das nicht. Wenn jemand auf sie wartet, mit der Absicht, sie zu verletzen. Und dann in sie einsticht, um ihnen weh zu tun. Ist das etwas, was einem zustößt? Nein. Er hat sich mich ausgesucht. Wissen Sie warum? Weil er von mir die schwächste Gegenwehr erwartet hat. Das hat er bei seiner Vernehmung gesagt. Ich war es, weil ich deutlich schwächer bin. Ist das meine Schuld? Ich habe ihn nicht angemacht, ich habe ihn nicht provoziert, ich habe keinen kurzen Rock getragen oder ein zu tiefes Dekolleté. Ich verstehe Ihre Verbitterung. So jemand verdient eine gerechte Strafe. Ja, das tut er. Aber ich bin nicht dafür, dass er deswegen stirbt, klar? Ich finde das bisschen Lackfarbe nicht schlimm. Aber das heißt nicht, dass ich will, dass jemand meinetwegen ermordet wird. Falls es das ist, was Sie hören wollten. Vielleicht denken nicht alle so. Yvonne und Hortense denken so. Warum sollten die für andere zu Mörderinnen werden? Eben das versuchen wir herauszufinden. Auf Wiedersehen. Und wenn du wieder was auf den Herd stellst, dann versprichst du mir, dass du dort bleibst. Ja, die DVD war so langweilig, dann haben wir Stars in Songs gespielt. Und das Popcorn völlig vergessen. Versprochen. Gut. Also, was machen deine Kunsthausaufgaben? Ach, die. Also, ich würde mir an deiner Stelle von Celine helfen lassen. Ich habe ja noch ein paar Tage. Ich kann dir nicht helfen. Du weißt, ich kann nicht mal eine gerade Linie zeichnen. Oder einen Nagel in die Wand hauen. Genau. Jetzt wird geschlafen. Erst musst du mir sagen, was wir morgen machen. Das ist eine Überraschung. Na gut, dann bist du schuld, wenn ich die ganze Nacht wach da liege. Genau. Also. Schlaf gut. Du auch. Wer ich bin. Johanna von Orléans? Nein. Eine Galionsfigur. Mann, siehst du das nicht? Ich geb's auf.
Oh, du weißt doch gar nichts. Kate Winslet, Titanic. Ach, Titanic. Ja klar, jetzt wo du es sagst. Allerdings hoffe ich, dass wir trocken ans Ufer kommen. Du bist blöd. Es ist toll hier. Mama hätte sich auch ganz toll.